Seratronix. Hallo, hallo. Dankeschön für 3 Monate. Dankeschön, Zera. Hallo, JJ. Hallo, hallo. Hallo, Nokemon. So, der Autocounter ist jetzt perfekt eingestellt. Er wird immer aktiviert, kurz bevor das Pokémon erscheint. Ich kann so richtig abgehen jetzt. Hallo Daniela. Hallo J-Gamer. Schon 2 Spirits. Okay, okay. Habt ihr bemerkt an den Spirits etwas? Habt ihr was bemerkt? J-Gamer, du bist ein Fragrunz. Nokemon, du bist ein Tortunator. So heißt es, ne? Tortunator, Tortunator, Tortunator. Wieder günstiger. Oh mein Gott. Was für ein gnadiger Gott ich doch bin. Warte, JJ auch, JJ auch. JJ ist ein Abracadabra. Das Pokémon, das von Uri Geller gebannt wurde. Beziehungsweise nicht wirklich, aber Pokémon hatte auf einmal Angst vor Uri Geller. Die hatten Angst, dass ihr ganzes Besteck in der Kantine verbogen wird, wenn sie ihn weiter verärgern. Sieht genau aus wie ich, der gute Totti. Stehst du auch da und guckst so neckisch über deine Schulter. Deinen Feinden direkt in die Augen. Angel, du bist ein Flatterhaar. So, keine Fußsteuerung mehr heute. Wir sind wieder am Double Fisten. Linke Hand, rechte Hand. A-Spammen und zwischendrin eine Kombi. Eine Kombi. Fuck. Eine Kombi. Am 3DS, am originalen, alten, ursprünglichen 3DS, das ist echt nicht einfach, Start-Select RL zu drücken. Weil diese Start- und Select-Buttons irgendwie so halb auf dem Bildschirm sind. Probleme hat der Mann. 3096 sind wir schon bei Giratina. Wir sind ja fast bei Half Odds, ey. Hallo Mariko. Hallo Happens. Hallo Scarlight. Regidrago, das scheint, dass man nie sieht. Wow, 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 wow. Natürlich sieht man das. Das ist blau. Regice ist ein Problem, aber selbst das sieht man. Regieliki ist vielleicht ein Problem, weil es nur eine ganz kleine Stelle hat, die anders ist, aber die ist auch komplett anders. Ah, Regidrago werde ich sofort sehen. Da ist gar keine Frage. Machen wir auch keine Angst. Guck doch, wie blau es unten ist. Auch wenn ich das Bild unten gemacht habe, aber so ist das in meinem Traum mir erschienen. Hallo Kazumi, hallo JP, hallo Isa, hallo Chris, The Gate, The Guts, Gatze, aus Berserk, der Guts? Ne, den schreibt man anders. Klick. Ja, ist geil. Jetzt habe ich den Power-Taste gedrückt. Okay, ich habe Platin beendet. Okay, ich habe der 3DS hat eine andere Position der Tasten als mein 2DS. Das slowt uns natürlich extrem down. Oh mein Gott. Hallo Anna Marina. Was habt ihr heute schon getrieben an diesem Freitag? Habt ihr schon alle Arbeitsschluss? Seid ihr alle schon am
Habt ihr schon euren ersten Kasten leer getrunken? An Spezi natürlich. Nein, nicht auf Power-Taste drücken. Hallo, Piket. Ich habe heute ganze 3 Minuten am Origin Dex Gen 6 Video gearbeitet. Ich bin jetzt fertig mit Zygarde. Und Sanna ist auch fertig. Es fehlt nur noch... Was fehlt noch? Vivillon? Das größte Kapitel Vivillon fehlt. Dann die Roma, dann die Megasteine und dann das alles. Ich versuche so hart und fest, das fertig zu machen und dann am Dienstag für Patreon und am Donnerstag für YouTube. Aber es kann auch sein, dass das null funktioniert. Aber eigentlich sollte ich es schaffen. Aber lass mal lieber ein Reggie resetten, das wie ein Drache aussieht. Muss heute zum Glück nur bis Mittag arbeiten und jetzt spiele ich Pokémon Rot. Bin jetzt kurz vor Orania City. OG Pokémon Rot? Hast du irgendein Ziel oder spielst du es einfach just for fun? Warum gibt es eigentlich keine Abkürzung für just for fun? JFF Kennedy. Hey Dave, hallo Lurky. Wie lange wird es am Ende das Gen 6 Video? Oh, Scarlight. Oh, Scarlight. Ich dachte mir auch so, oh, da ist so viel. Es gibt keine Mysticals, über die ich groß rede. Es gibt wenig Pokémon. Die Legis sind alle sofort drin geblieben. Das wird sicher nicht länger als 30 Minuten, weil wir machen ja auch noch Megasteine, habe ich ja extra gemacht und sowas. Bis jetzt ist es das längste Origin Dex Video, was ich jemals gemacht habe. Im Moment sind wir bei 50 Minuten. Und ich bin noch nicht fertig. Also nein, 20 Minuten habe ich schnell fertig, ein 20 Minuten Video. Aber sobald es nah an einer Stunde dran ist, dauert so ein Video halt ewig zu schneiden. 50 Minuten und ich weiß nicht, wohin, wo die Zeit ist. Keine Ahnung. Selbst wenn ich Megasteine, Roma und Sanna wegmache, also diese optionalen zusätzlichen Sachen, die ich gemacht habe, das sind nur 8 Minuten. Es sind trotzdem über 40 Minuten, wenn ich das weglassen würde. 11 Minuten sind einfach nur ich gegen die Top 4 und Champ. Was eigentlich das Spannendste am ganzen Spiel war. Hast du über die Welt und den Krieg erzählt? Ey, das geht so schnell vorbei, die Zeit. Nein. Und ihr kennt mich. Ich hasse mich zu wiederholen in den Videos. Deswegen, ich plane das ja alles. Es dauert einfach 50 Minuten, über alles zu reden. Ihr habt die Gliederung gesehen. Auf YouTube habe ich die mal gepostet, die Gliederung. Das sind 50 Minuten. Das ist eine Unverschämtheit. Das stört mich auch. Aber ich muss mal gucken, ob ich irgendwas... Ich schneide schon die ganze Zeit kleine Sätze raus, die unnötig sind. Ich habe schon 3 Jokes komplett rausgeschnitten, weil ich sie doch zu dumm fand. Bei einem Joke beleidige ich einfach nur die Zuschauer für 5 Minuten. Hallo Gengar Gamer. Und Dave, dein 3DS funktioniert großartig. Er wird hier gerade benutzt. Das einzige Problem, das ist aber mein Problem... Start, Select, R und L ist ja sowas von anders, wie man das drücken muss. Ich habe gerade schon die Konsole aus Versehen ausgemacht, weil ich Muscle Memory so auf die Stelle gedrückt habe bei meinem 2DS. Und da ist halt der Power-Knopf. Aber klick aus. Was schon ein bisschen eine Frechheit ist, dass wenn man einfach nur auf den Button kommt, dass das ganze Ding einfach ausgeht. Nichts von wegen kurz mal nachfragen oder lange gedrückt halten. Nein, einfach du kommst auf den Power-Knopf und das Ding geht aus. Es geht schon, ich muss mich nur dran gewöhnen. Es ist auf jeden Fall seltsam, dass Start und Select Teil vom Bildschirm sind und dass man dann so halb auf den Bildschirm drückt. Ich bin in XL gewohnt, ja. Den 2DS XL. Ja. New 2DS XL. Alumina... Wieso stört es dich? Wir lieben lange Videos. Wie ich es immer sage, ich habe nichts gegen lang,
umso länger, desto höher ist einfach nur das Potenzial, dass Leute abschalten bei YouTube. Das freut mich, dass du die Videos komplett anschaust, 10-mal hintereinander. Aber 90% der YouTube-Zuschauer klicken bei langen Videos weg, weil es halt TikTok-Menschen sind, die schnell, schnell, schnell. Das heißt, wenn ich schaffe, 15 Minuten lang durchzupowern und es ist die ganze Zeit interessant, dann klar, 15 Minuten, mein Gott, geil. Dauert halt so lang. Aber wenn es halt nur einmal kurz 10 Sekunden langweilig ist, schalten die Leute aus. Und das kann halt bei 50 Minuten um einiges häufiger passieren als in 20 Minuten. Vor allem, mich stört halt, ich habe halt diese 11 Minuten, wo ich einfach nur gegen die Top 4 kämpfe. Was eigentlich wirklich so der spannendste Moment war, weil ich bin ja aus Versehen in die Top 4 reingegangen und hatte nur 5 Pokémon dabei, keine Heil-Items. Ich war nicht mal überlevelt, ich war sogar unterlevelt mit den meisten Pokémon. Und habe dann ja First Try probiert, einfach spontan die Top 4 zu besiegen mit dem, was ich hatte. Und das habe ich halt zusammengeschnitten in 11 Minuten, was in Wirklichkeit eine Stunde gedauert hat. Und da kann man irgendwie, weiß ich nicht, das ist schwierig. Ich finde es cool, die Stelle. Auf der anderen Seite könnte ich die auch einfach rausschneiden, aber irgendwie seit 3 Generationen gehört es dazu, dass ich zeige, wie ich die Top 4 besiege. Und meistens ist es ja auch wirklich lächerlich oder dumm, wie ich das jedes Mal mache, so wie schlecht ich eigentlich im Kämpfen bin. Wie oft ich bei den Top 4 gesagt habe, warum ist mein Durengard so schlecht? Warum geht mein Durengard die ganze Zeit drauf? Und wenn du dir das anschaust, denkst du dir, ja du Idiot, es ist halt nicht in der Schildformation, sondern in der Angriffsformation. Das hat halt gerade 0 Verteidigung. Natürlich stirbt es die ganze Zeit, du Idiot. Aber keine Ahnung, wenn man halt kämpfen nicht mag, sind 11 Minuten pure Langeweile. Das ist schwierig. Aber ich lasse es drin und das Video ist halt 11 Minuten länger. Es passiert halt relativ am Anfang. Hast auch eine Info erhalten, dass Home ab Oktober günstiger wird? Das haben die Leute heute auf unserem Discord drüber gequatscht. Ich weiß nicht, wo ihr diese Infos erhaltet, aber... Also ich habe nie Newsletter, ich habe keine Newsletter. Aber das ist mir relativ egal, weil ich habe Home so oder so. Das kann dreimal so teuer werden und ich werde Home trotzdem haben. Aber ist doch gut, dass es günstiger wird. Hallo Verox, hallo Reggie Rock, Mariko, vielen, vielen Dank, dass du 95 Streams hintereinander angeschaut hast. Du stellst Happens in den Schatten, besser ist es. Ist halt kein echter Fan. Nicht so wie Angel und Mariko. Hallo Azrael, ich schaue mir Reactions von Stay an. Okay, reden wir über Stay anscheinend. Aber ich habe halt kein Interesse an Pokémon. Mina, dann hau doch ab. Wie? Das ist wie, wenn du jetzt bei Stay reingehst und sagst, hi Stay, ich gucke gerade was anderes, weil ich mag dich nicht, aber ich mag Pokémon. Deswegen gucke ich gerade Pokémon. Was willst du? Das ist so dumm, sowas zu schreiben in den Chat. Hey, ich mag nicht, was du machst. Okay, hallo. Warum bist du dann hier? Scheint ein Schweizer Ding zu sein. Ach stimmt, Daniela ist auch aus der Schweiz, ja. Nur die Schweizer kriegen wieder alles günstiger. Nein, die alles immer Vorteile. Hallo Philipp. Ich finde so um 20 bis 30 Minuten immer sehr passend. Wenn ich 50 Minuten Videos sehe, denke ich mir immer, da habe ich jetzt keine Zeit und später denke ich dann immer dran. Ja, genau. Genau, ich gucke auch nicht gern so lange Videos. Aber ich kann es buchstäblich, also ich werde probieren, es kürzer zu machen. Wie immer. Aber wahrscheinlich, damit es halt 30 Minuten ist, muss ich eben den Top 4 Kampf weglassen, muss ich Sanna, die Roma und die Megasteine weglassen. Und dann bin ich wahrscheinlich so bei 32, 33 Minuten. Hier ging es um die Länge des Videos. Ah, trotzdem. Oh, sorry, ich bin da immer allergisch. Aber du hast es nicht so gemeint. Oder einfach 2 Teile, machen auch viele. Nee, ich nicht.
Und das ist, finde ich, dumm, wenn Leute Teile machen. Wenn es Teile sind, die ein Thema haben, also ich mache ja Teile, das ist der 6. Teil. Ich mache ja Teile. Aber ich werde sicher nicht meine Teile unterteilen. Das finde ich dumm. Und wenn ich einen Teil mache, dann kriege ich, wenn ich einen Teil mache, dann kriege ich wenigstens Klicks auf den Teil. Und wenn dann die Leute abschalten, habe ich zumindest den Klick gekriegt. Aber wenn ich 2 Videos draus mache, dann klicken die Leute auf den ersten Teil. Und alle, die nicht den ersten Teil komplett angeschaut haben, klicken erst gar nicht auf den zweiten Teil. Und somit wird es deswegen, wenn man Teile macht, sind alle bis auf der erste Teil immer schlechter. Also, wenn es einen interessiert, soll man die 50 Minuten anschauen. Und wenn nicht, wenn nicht. Aber ich kann nicht mehrere Teile draus machen. Der Top-4-Kampf in Carlos ist der schlimmste. Warum? Jens 5 hatte ja auch viel extra Zeit, was gar nicht mehr notwendig gewesen wäre für den Dex. Fand das nicht schlimm. Ja, ich weiß, es war, was war denn da? Also ja, die versteckten Fähigkeiten halt. Ne? Das waren auch, glaube ich, so 15 Minuten, wo ich nur über versteckte Fähigkeiten geredet habe. Aber das fand ich halt sehr interessant und weil die meisten Leute wissen nicht, dass es versteckte Lichtungen überhaupt gibt und sowas. Und dass man da, ne, das fand ich höchst interessant. Deswegen haben wir es ja gemacht. Und Garados, erst recht. Wobei, da habe ich ja nur kurz drüber geredet. Wisst ihr eigentlich, dass ich einen Garados auf Level 1 gefangen habe? Ich vergesse es immer wieder. Ist voll geil. Aber irgendwie ist jedes andere Shiny geiler. Aber ich finde dieses eine Level 1 Garados so geil. Wer hat denn schon ein Level 1 Garados? Weil es keine Challenge ist. Oh, für mich war es eine Challenge. Guck dir meinen Top 4 Kampf an. Du kannst dir jeden Top 4 Kampf zu einer Challenge machen. Ich habe Gen 6 Top 4 mit Champ gerade so besiegt. Ich hatte keine Beleber, keine Heiler mehr übrig und mein letztes Pokémon hat das letzte Pokémon besiegt. Gerade so. Und wenn ich mein Pokémon nicht schneller gewesen wäre als der Gegner, wäre ich gestorben. Also es war wirklich so knapp, dass wenn mein Pokémon langsamer gewesen wäre, hätte ich verloren. Aber es war schneller, definitiv, weil es einfach Fiaro ist. Aber so knapp war es bei mir. Wegen dummen Entscheidungen, aber vor allem, weil ich unvorbereitet in die Top 4 gegangen bin, ohne überhaupt... Ich habe nicht mal ein volles Team gehabt. Und am Ende waren meine Pokémon sogar unterlevelt, außer Quajutsu. Hey, Gengar Gamer, du bist ein Shiny. Aber kein Gengar, sondern ein Shiny Tragosso. Grün. Grün bist du. Gengar Gamer, bist du noch da? Du hast ein Shiny Tragosso gezogen. 1:20 die Chance. Und jetzt macht ihr alle gleich. Toasty, 30 Streams am Stück. Nice. Spirit ist günstiger geworden. Ja. Mensch, wenn die Subs im September günstiger sind, dann machen wir doch die Spirits auch günstiger. Wie viel Prozent ist auf Subs gerade? 30% Subs kosten weniger oder sowas? Aber wisst ihr, was am wenigsten kostet? Primes. Also wenn euch gerade auffällt, dass ihr vielleicht einen Prime habt, den ihr noch nicht benutzt habt, dann benutzt ihn. Nicht bei mir vielleicht, aber bei jemand anderem. Schenkt Amazon kein Geld. Die haben genug. Mariko, du bist ein Venipede. Wer ist es? Toxipet. Und Toasty. Ein Shiny Trompec. Heißt es doch, ne? Trompec. Shiny Trompec. Und Lurky, du bist ein Bennett. Und wir haben schon wieder ein Glademperio für Isa.
Und Happy, schau, jetzt muss ich die ganze Zeit meinen Arm ausstrecken. Happy, du bist ein Knarrenbohnen. Und Olopoto, du bist ein Ammonitas. Und Dave, du bist ein Leta King. Gestern warst du Shiny Aquana. Krass, stimmt. Ich stehe. Ich bin halt sehr klein, aber ich stehe. Wer erkennt den Schatten von diesem Charakter da hinten? Ich hatte keinen Platz mehr für den, deswegen steht er da hinten, aber die Lampe scheint perfekt drauf, sodass ein fetter Schatten dafür ist. Wer erkennt, das kann man nicht erkennen, außer man weiß, was ich für Figuren habe. Was glaubst du, nach wie vielen Encounter das Shiny kriegen wirst? Ungefähr 83.000. Link. Nein. Auch Link. Zweimal Link? Nein, ich habe keine Link-Figur. Wenn man's weiß, sieht man's. Wegen dem Hut. Wegen der Pose. Der kleine Teufel von Disenchanted. Sind wir hier bei Disney oder was? Sieht mein Stream oder mein Zimmer so aus, dass ich irgendwo einen Disney-Charakter habe? Das ist ein Wolf. Nein. Das ist Puma de Ace. Das sieht man doch. Das ist Puma. Rest in Peace. One Piece. Rest in One Piece. Spoiler. Vielleicht. Die ist so fucking heiß. I don't care. Mir auch. Mir ist auch warm. Kümmert's dich? Nein. Sollte dich das kümmern? Nein. Fucking Temperatur. Glaubst du, was Leute für Probleme auf der Welt haben und du sagst, mir ist so warm? Wie war Kino? Ich war nicht im Kino. Ich habe nie gesagt, ich gehe ins Kino. Was meinst du? Oder meinst du vor einer Woche? Kommst du mir jetzt mit Whataboutism? Kommst du mir jetzt mit irgendwelchen Begriffen, die irgendwelche Gen X-Leute erfunden haben? Ich komme mit gar nichts. Ich komme mit dem, was ich gesagt habe. Man muss nicht immer wie die Bild-Zeitung einen Begriff für alles erfinden. Wolltest du nicht Alien schauen? Ja, aber am Samstag. Wir sind heute ein wenig salty. Ich bin immer salty, du merkst es nur nicht, warum auch immer. Außerdem stehe ich gerade. Vielleicht bin ich zu sehr daran gewöhnt, dass du mich disst. Ja. V
Fallgott. Hallo. Mir ist mal aufgefallen, wie viel in unserer neuen Wohnung nicht funktioniert. Der Kühlschrank ist kaputt, der Eisschrank ist kaputt, die Spülmaschine ist kaputt, die Waschmaschine war kaputt, bevor ich sie repariert habe, die Heizung ist kaputt, die Duschen sind kaputt, sind schon 7 Sachen. Eigentlich alles, was man benutzt, ist kaputt. Spülmaschine habe ich jetzt vorhin versucht zu reparieren. Ging kurz, dann ging es wieder nicht. Irgendwie kriegt sie kein Wasser oder sie kann kein Wasser abführen. Ich habe die Schläuche geprüft und die sind alle okay. Jetzt muss ich dieses Ding irgendwie ausbauen und gucken, wie die Schläuche aussehen hinter der Spülmaschine. Bim, 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 bim. Kann sein, dass der Wasserdruck zu gering ist. Sie ging ja. Und nein. Ich glaube, die ist irgendwo hinten verstopft und ich muss das reinigen. So wie die Waschmaschine verstopft und voll eklig war vom Vormieter, muss ich jetzt die Spülmaschine wahrscheinlich auch irgendwo hinten reinigen. Eigentlich sieht sie super sauber aus, aber irgendwo muss was drin sein, was vor einer Woche noch nicht drin war. Hallo Gurke. Vielleicht ist da Sand drin. Ich meine, bei der Waschmaschine macht es mehr Sinn, dass man Sand... Ne? Bei der Spülmaschine glaube ich nicht, dass Sand drin ist. Das wäre sehr komisch, wenn... Ach, vielleicht, wenn Kinder irgendwie mit so Sandformen spielen am Sand und dann stecken die Eltern einfach die Sandform inklusive Sand in die Spülmaschine. Hallo Taco Dragon. Hallo, Hedge Goodman. Du hast alle 4 Deoxys gefunden. Hast du die Resets parat? Wie oft hast du geresettet für 4 Stück? Hast du ein paar Stats für uns? Mein Durchschnitt war 10.000. Hast du deinen Durchschnitt ausgerechnet? Ich hoffe, du hast mitgezählt. Ich kann das Lied auf Gitarre spielen. Nur für fortgeschrittene Gitarrenspieler. Wer nicht fortgeschrittenes Wissen hat, bricht sich die Finger bei dem Lied. Diesen Song kann jeder auf Gitarre spielen. Wow. Aber diese Behauptungen ohne Fundament.
Er ist sehr komplex. Dankeschön. Da ist auch einer, der fortgeschritten nur Gitarre spielen kann. Geh halt davon aus, dass jeder eine Gitarre hat. Genau. Der erste Schritt, kauf eine Gitarre. Das ist schon mal, da bist du schon im fortgeschrittenen Bereich. IQ über 100 required schon. Nein, spiel nur Bass. Wie viel Bassistenwitze musstest du dir schon anhören? Ich kenne einen, den ich echt mag. Aber den kennst du sicher auch, deswegen erzähle ich ihn nicht. 3Deox ist dann bei der ersten Begegnung nach über 30 Pokébällen drin, nur eins musste ich resetten, da es verzweifelt gemacht hat. Ach, du redest von nur Deoxys. Ach so, ich dachte, du redest von Shiny Deoxys. Eins musstest du resetten wegen Verzweifler. Ich hatte Deoxys Endgegner gehabt, und zwar Ninjatom. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch. Den mit dem Grab und dem Drummer? Nee. Soapbox, danke schön, dass du einen Sub geschenkt hast. Hallo Anne. Hallo Sword of the Demon King. Okay, es reicht. Hallo Wildbutzi. Die vierte Generation muss ja mehr als dreimal neu gestartet werden wegen Rotom. Ich habe Rotom gebrütet. Wenn du das nicht machen willst, dann ja, dann musst du ein paar Mal Gen 3 spielen. Fünfmal aber. Oder? Es gibt vier. Gibt es nicht sogar, nee, sechsmal. Es gibt doch sogar fünf Geräte. Mikrowelle, Rasenmäher, Waschmaschine, Ventilator und Ofen. Fünf. Und dann noch Rotom selber. Da hatte ich keinen Bock drauf. Sechsmal neu starten. Sechsmal sich den Schlüssel holen. Kühlschrank, Ofen. Ja, also, oder Eisschrank. Es ist auf jeden Fall Eis, Pflanze, Wasser, Feuer, Flug? Ist der Ventilator Flug dann? Ach, kann man brüten? Ja, du kannst alles brüten. Du kannst auch Krippuk brüten. Ich dachte auch früher immer, du kannst nur Sachen brüten, die ein Geschlecht haben. Aber das stimmt nicht. Das ist wirklich ein bisschen random, was man nicht brüten kann. Du kannst Incognito, du kannst Rotom brüten, aber du kannst kein Incognito brüten. Moment, kann man Incognito brüten? Nee, du kannst kein Incognito brüten, aber Rotom. So, hä? Dann kannst du irgendwie sagen, ja, Incognito sollte legendär oder mystisch sein, deswegen kannst du nicht brüten. Okay, was mit Krippuk? Krippuk wirkt irgendwie auch sehr mystisch oder so. Hab Rotom zweimal gefangen, da ich Platin sowieso zweimal spielen musste wegen Shaman. Ja. Hätte ich das jetzt nicht gesagt, hättest du echt sechsmal Platin gestartet für Rotom? Ich meine, das ist respektabel, wenn du das machst. Brüten ist immer der Ausweg für Aufwand. Sehr viele Sprüche musste ich mir anhören, ja. Einfach mitlachen, das Leid von der Seele lachen. Ey, Bass kann voll krass sein. Wenn man richtig gut Bass spielt, dann ist das faszinierend. Ich glaube, um die Band zu unterstützen mit Grundmelodie oder mit Grund,
mit einer, naja, Base. Muss man halt nicht, wirkt man halt sehr im Hintergrund und unterstützend. Der Bassist ist ja in der Regel, der unterstützt das Ganze ja, dass das ein Grundstock hat. Aber es gibt genug Bands wie Korn, Mudvayne oder keine Ahnung, viele Gent-Bands, wo die Bassisten einfach unfassbar sind. Warum kann man nicht legendäre Pokémon brüten? Das, warum kann ich nicht ein Vogel mit einer Maus brüten? Kreuzen in unserer echten Welt, das ist halt so. Frag den lieben Arceus, warum er das... Ich meine, die einfache Antwort ist, es wäre OP. Wie krank wäre es, wenn du Legis brüten könntest? Ich hole mir mal eben schnell 1000 Mewtwos. Einen Moment. Deswegen geht's nicht. Aber warum das der liebe Arceus so entschieden hat, das musst du ihn selber fragen. Wegen Feely hast du damals angefangen. Schau. Aber dann bitte den Bass auch genauso tief halten wie er. Also in den Kniekehlen. Red Face. Dankeschön, dass du von Prime auf einen echten Sub gewechselt hast. Echter Sub in Anführungsstrichen natürlich. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Aber die Shaman-Form kann man doch gar nicht auf Home speichern, oder? Verwandelt es sich nicht automatisch zurück? Doch, kannst du. Was hast du denn für Informationen, Taco Dragon? Natürlich kannst du die Shaman-Form auf Home speichern. Guckst du mein Origin Dex Video Gen 4, dann siehst du das. Da habe ich auch einen kleinen Fun Fact über Shaman drin, der echt faszinierend ist. Shaman solltest du dich. Doppelt, einfach alles hat es verdient. Fragst du dich schon seit der ersten Generation? Das kann gar nicht sein, weil in der ersten Generation konnte man noch gar nicht brüten. Lüg doch jetzt nicht so. Du fragst dich das erst seit der zweiten Generation, warum das so ist. Sehr unverschämt. Aufgedeckt. Languste, du bist ein Praktibalk, Meistergriff. Das hat einen komischen Namen. Ah, wie heißt du? Es hat einen komischen Namen, Meistergriff, Streppbulli, so wie die Streptokokken und die Nudeln. Gibt's nicht Nudeln, die so ähnlich heißen wie Streppbulli? Linguini. Ich schaue mir deine Videos nochmal an, musst du nicht, alles gut, aber du kannst shamen natürlich beide Formen. Du kannst es dir ganz einfach merken, sobald eine Form kein Item benötigt, zum Tragen, kannst du diese Form auf Home speichern. Es gibt da jetzt auch Ausnahmen, wenn ich drüber nachdenke, aber in der Regel kannst du nur eine Form nicht speichern, wenn sie abhängig ist von einem Item, das du trägst. Giratina zum Beispiel, das Giratina, was wir hier sehen, kannst du nicht auf Home speichern, weil es nur so aussieht, wenn es den Platinum Orb trägt. Und in Home kannst du keine Items tragen. Deswegen, sobald du dieses Giratina überträgst auf Home, verliert es den Platinum Orb und verwandelt dich somit zurück zu dem normalen Giratina. Shaman braucht kein Item zum Halten. Shaman braucht nur die Blume. Aber das trägt die Blume nicht. Du benutzt die Blume und dann ändert sich's. Du benutzt den Meteoriten und dann ändert sich Deoxys. Du benutzt das Banngefäß für Hooper und dann ist es anders. Aber es trägt nicht das Banngefäß. Eine Ausnahme ist Quaffaff. Die Quaffaff-Formen werden auch nicht gespeichert, aber das liegt einfach daran, dass die Frisur von Quaffaff halt einfach zerfällt, weil du es nicht mehr, weil Home hat keinen Friseur. So, wenn du Quaffaff auf Home überträgst, kann es nicht mehr zum Friseur gehen und verliert seine Frisur. Alles logisch.
Oder der Sigard-Hund? Okay, Sigard, genau. Der Sigard-Hund verändert sich wegen dem Würfel. Aber die Optimus Prime-Form verändert sich nur im Kampf. Deswegen, das eine wird gelagert, das andere nicht. Ist das gleich mit den Formen von Dialga und Palkia? Ja. Aber die Form gibt es halt auch erst seit Legends Arceus. Außer es ist eine Fusion, das geht auch nicht, okay. Die Regel ist doch nicht so eindeutig. Fusions gehen auch nicht. Ich meine, das macht aber auch Sinn, dass Fusions nicht gehen. Aber es sind halt einfach zwei Pokémon. Du willst die nicht. Kannst die halt fusioniert nicht lagern. Eigentlich hat Bank kein Friseur. Home übernimmt das nur, sonst würde Go auch nicht gehen. Ja, aber ich weiß, dass natürlich es von Bank abhängt, dass es in Bank schon passiert, aber es passiert ja sogar noch eins früher. Du kannst ja nur Pokémon übertragen, die nicht im Team sind. Im Team hat dein Quaffhaff die Frisur, aber du kannst Pokémon nur übertragen aus dem PC-Inneren. Und sobald du halt einen Quaffhaff auf den PC legst, verliert es die Frisur. Das heißt, es fängt sogar schon früher an. Also wenn man es technisch quasi beurteilt, dann liegt es daran, dass in XY und Sonne und Mond verliert Quaffhaff die Form, wenn es aus dem Team genommen wird. Bank kann vielleicht die Frisuren storen, aber du kriegst es gar nicht auf Bank, weil sie gar nicht existieren im PC. Sie können nur im Team existieren. Und in Pokémon Go gibt es kein Team und Nicht-Team. Deswegen, da ist eine Form und verliert nie die Form. Deswegen, ich glaube, wenn, dann müsste man so argumentieren, dass es daran liegt. Wenn du aus dem Team übertragen könntest auf Bank, würde es vielleicht die Form behalten. Das stimmt nicht, du kannst Quaffhaff Form in Bank lagern von Usum aus. Genau, okay. Aber wie von Usum aus? Ich dachte, das geht auch nicht, das verliert doch auch die Form. Striguli? Ist das eine Pasta? Striguli? Hey, es gab doch einen Brütenort. Nicht in Gen 1. In Gen 3 bei den Remakes gab es einen Brütenort vielleicht. Also ja, ziemlich sicher. Wobei, wo eigentlich? In Feuerrot und Blattgrün kann man sicher brüten, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, wo. Also wenn man die Quaffhaff-Form auf Home will, muss man die von Go besorgen. Richtig. Nur so kann man sie in der Box lagern. Weiß nicht, ob die dann einen Timer haben. In XY kann man sie nicht mehr in der Box lagern. Ah, okay. Das heißt, also einen Timer haben sie, glaube ich. Fünf. Lass es mir jetzt nachschauen. Das interessiert mich. Weil dann, wenn... Also gehen tut es sowieso nicht. Weil dann könnte man ja Quaffhaffs aus XY übertragen auf Usum. Und dann hat man die dort. Aber bei der Bank hören sie dann auch auf zu existieren. Das heißt, es liegt in XY liegt es daran, dass man sie nur im Team haben kann, aber in Usum liegt es daran, dass sie die Form verlieren, wenn man es auf die Bank überträgt. Ich habe das auch letztens erst gelesen. Wo steht das? Hier, kein Haarschnitt. Bei Lagerung in einer Box nur in Bank und Gen 6. Bei Abgabe in der Pension oder einem Pokémon-Hort. Bei Entnahme aus einer Box Gen 7. Bei Entnahme aus einer Box. Also so wie das hier steht, bedeutet das, wenn man ein Quaffhaff mit Frisur in Gen 7 auf eine Box tut, behält es die Frisur,
Ist aber komplett irrelevant, weil sobald man es wieder rausnimmt aus der Box, verliert es die Frisur. Und da man mit Bank das Pokémon aus der Box wieder raustut, verliert es die Frisur. Das heißt, so oder so, ich würde behaupten, es liegt nicht an Bank, sondern es liegt immer daran, wie Gen 6 und Gen 7 programmiert ist. Bank kann vielleicht Haarschnitte storen, aber Quaffer verliert die Form, wenn es in Gen 6 in die Box gepackt wird, und es verliert die Form, wenn es in Gen 7 aus der Box rausgenommen wird. Warum haben sie das geändert? Das ist so unnötig, so komischer Unterschied. Hält fünf Tage. Ja, bei Lagerung in einer Box verliert es den Haarschnitt und bei Gen 7 bei Entnahme aus einer Box. Also im Endeffekt das Gleiche. Hey, wann kommt das nächste Origin Dex Video? So in ungefähr 4 Monaten. Oder nächsten Donnerstag. Du darfst dir eins von beiden aussuchen. Sie verlieren die Form von Bank of Home. Also es kann sein, dass das Data Miner bewiesen haben, aber ich wüsste nicht, woher du das wissen willst. Also du sagst, man kann, hast du das ausprobiert? Hast du es selber gemacht? Man kann Quaffer-Formen von Usum auf der Bank lagern. Und in der Bank sieht man sie. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich glaube das nicht. Das kann sein. Aber es würde keinen, also... Dann ist ja alles komplett random von denen einfach entschieden. Weil ich damals die Shiny Quaffuffs in Usum gehuntet habe, alle frisiert auf Bank gelegt. Da waren sie noch da. Als ich es auf Home getauscht habe, waren sie normal. Aber mich interessiert, wo waren sie normal? Also, weil in Bank kannst du ja sie nehmen und dann hochtun auf... Ah ne, das ist wieder was anderes. Auf Transfer, das ist Mover. Du wählst sie aus. Okay, nee. Ah, nee, aber das meine ich. Das heißt, du hast sie in Usum drin und dann ziehst du sie hoch auf Bank. Und bei dem Prozess von da hochtun auf Bank verlieren sie nicht die Frisur. Weil das ist der Moment, wo sie die Box in Usum verlassen, und laut Wikipedia steht, sie verlieren die Frisur, wenn sie die Box verlassen. Dann würden sie ja die Box verlassen, weil du tust sie in die Bankbox. Azrael! Kommt doch also um nix hier. Azrael, vielen Dank für 10 Subs. Dankeschön, Azrael. Hier. 10 Subs, ab auf den Stapel damit. Bist du ziemlich sicher? Okay. Ja, dann sind mehrere Schritte drin, die die Frisur verbieten. Der erste Schritt ist, dass du es gar nicht in die Box tun kannst, in Gen 6. Und der nächste Schritt ist, dass selbst wenn du es in die Box tun kannst mit Frisur, kannst du sie nicht wieder rausnehmen ohne Frisur. Und selbst wenn du sie rausnehmen kannst ohne Frisur, sagt Home, also verwandelt Bank sie wieder um auf dem Weg zu Home. Im Gen 7 Video können wir es testen. Ja, stimmt. Quaff ist ziemlich early zu fangen. Was ich ja extra noch fürs Gen 6 Video gemacht habe, aber was ich gar nicht gemacht habe im Stream, weil ich nicht wusste, dass das so ein tatsächlich Content ist.
Ich habe, man kann gar nicht alle Haarschnitte auswählen. Man muss erst das maximale Style-Level haben. Und da dachte ich mir, ach nee, wird das so ein hässlicher Grind, wo man irgendwie irgendwelche Minigames gewinnen muss, um in Illumina City den maximalen Style-Rang zu bekommen. Stellt sich raus, dass es einfach nur Pay-to-Win wieder ist. Jedes Mal, wenn man ein Item kauft in Illumina City, steigt der Rang. Das heißt, man kauft einfach sau viele Pokebälle für 200 Pokedolle und jedes Mal steigert sich der Rang. Nach 70 gekauften Pokebällen ist man maximalen Rang. Aber das habe ich noch gemacht. Wenn schon, denn schon. Wenn ich schon die Haarschnitte nicht übertragen kann, dann muss ich sie wenigstens alle einmal freigeschalten haben. Gibt es in Usum einen Friseur? Ja. Ich habe alle Formen von Go und Home-Tausch auf Home, kann ich somit bestätigen. Von Go und Home-Tausch auf Home, kann ich somit bestätigen. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Home-Tausch auf Home? Aber ja, ich habe auch alle Pokémon Go Quaffer-Form. Aber die sind ja kacke. Und wenn, muss man die ja mit eigener OT haben. Das haben wahrscheinlich nur sehr wenige Leute. Ich hoffe einfach, wir können unsere Carlos-Quaffers in Legends Z ändern. Ich kann mir aber jetzt, wo ich das alles so nochmal durchgegangen bin gerade mit euch, kann ich mir vorstellen, dass es in Legends Arceus auch nicht geht. Weil ich glaube, es geht halt, so wie ich meine Logik gerade gemeint habe, war ja, es geht halt, weil in Pokémon Go gibt es halt nicht den Unterschied zwischen Team, es verstreicht keine Echtzeit, es gibt, glaube ich, keine Pokémon Go-Evolution, die irgendwie auf Zeit basiert, oder Events basieren auf Zeit natürlich, aber kein Pokémon basiert irgendwie auf Zeit. Wobei es gibt Entwicklungen, die man nur nachts machen muss und Rosalina entwickelt sich nur bei Vollmond, okay. Ich meine nur, in Pokémon Go ist halt Quaffaff so programmiert, dass es einfach die Form bekommt und nie wieder verliert. Und deswegen funktioniert es in Home. Aber das Prinzip von Quaffaff ist halt, dass es eine Frisur bekommt und Frisuren halten nicht für immer. Ich finde, es wäre nur logisch, dass es in Home nicht die Frisur verliert, wenn Quaffaff storytechnisch und gameplaytechnisch so gemacht ist, dass es die Frisur für immer behält. Das glaube ich nicht, weil das ist doch das Prinzip von der Frisur, dass du immer wieder zum Friseur gehen musst. Es wäre komisch, wenn sie es wegmachen würden, dass Quaffaff die Frisur. Das heißt, ich finde halt, entweder machen sie es so, Quaffaff, wenn du eine Frisur bekommst, behält es für immer die Frisur, außer du änderst sie wieder aktiv, so wie eine tatsächliche Form halt auch. Und dann ist es übertragbar auf Home, logisch. Oder sie ignorieren Logik von Frisuren und lassen es trotzdem übertragen auf Home. Und dann ist es irgendwie so, dass wenn es in Home ist, hat es die Frisur für immer. Aber sobald du es dann auf Home überträgst und es sind 5 Tage vergangen, hat es wieder in Legends ZA die Frisur verloren. Das geht auch. Und ich wäre da natürlich froh drüber. Aber so, ich kann mir eben vorstellen, ich finde nicht 100% sicher, dass wir die Frisuren lagern werden können. Weil Game Freak mag solche Logik sehr gerne. Und ich finde es ja auch cool, dass es solche Logiken gibt. Es ist eine Frisur. Eine Frisur verliert man nach einer Zeit und muss man wieder neu frisieren. Aber Pokerus verliert man eben auch nach einer Zeit. Aber wenn man es auf Home lagert, verliert es halt den Pokerus nie. Weil es in Zeit eingefroren ist. Deswegen, man kann schon argumentieren. Ich habe alle Quaffaffs aus Pokémon Go, ja, auch das aus Ägypten. Aber das aus Ägypten hat halt nicht meine OT, das habe ich mir getauscht mit jemandem. Ich habe alle Pokémon Go Quaffaffs außer Ägypten und Amerika.
Ein Friseur im monatlichen Home-Abo extra. Ja, ich würde es nehmen. Bin vor 2 Wochen mit Rot durch 150 Stunden ohne Ende Grind. Jetzt blau nach 15 Stunden abgebrochen, weil ich jetzt doch mit dieser Samstadt Shiggy anfangen will. Und warum machst du es nicht mit allen? Also ja, okay. Was hast du 150 Stunden lang gemacht in Pokémon Rot? Ein Pokédex voll gemacht? Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe vor einem Jahr oder sowas Pokémon Blau 100%ed. Und ich glaube nicht, dass ich 150 Stunden gebraucht habe. Ich glaube so 70, 80 oder sowas. Aber gut, da gab es auch Vorspulen. Da habe ich auch vorgespult. Dann geht um einiges schneller, stimmt. Drei, eins, sechs, neun. Nice. 459. Moment, die 459 geht nicht hoch, oder? Sind wir nicht schon ewig bei 459? Gucken, 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 gucken. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die Latina geht hoch. Hallo, Robbensohn Crusoe. Jedes einzelne Pokémon gelevelt ohne Sonderbonbons. But why? Also für einen vollen Pokédex, oder? Oder warst du so krank, hast du ja gedacht, ich möchte alle 150 Pokémon auf Level 100. Manche sind, ja, Dragoran zu leveln ist hardcore. Okay, doch, das alles funktioniert. 460, wunderschön, wunderschön. Dann noch jedes Pokémon so weit gelevelt, dass die Attacken geil sind. Okay, krass. Golking, Hornbohrer. Lame. Ja. Bei Blau scheiß ich drauf. Warum spielst du dann überhaupt noch Blau? Um die Pokémon halt übertragen zu können, die Exclusives? Nur deswegen? Aber dann hättest du ja nicht abbrechen müssen, nur wegen Shiggy und Bisasam. Aber es kann sein, dass du das Spiel einfach nur aus Spaß spielst. Ich habe vergessen, wie das ist. Jedes Spiel durchspielen. Ah, okay. Also Spaß. So ein Spaßding. Must be nice. Große Frage. Was kommt zuerst? Giratina oder Regidrago? Wir sind jetzt schon über... Das ist krass eigentlich, wenn man das bedenkt. Wir sind jetzt schon über dem Count von Wailord. Wailord kam bei 415 und wir sind jetzt nach 3 Streams. Wir kommen heute wahrscheinlich auf 600. Wir sind jetzt schon nach 2 Streams... über 415, wo ich Wailord gekriegt habe, was ich lange gesucht habe. Also zeitlich gesehen, nicht Counter gesehen. Aber wir sind prozentual bei 10% bei Regidrago und bei 40% bei Giratina. Weil es mehr Türen als Räder gibt, sage ich Regidrago. Dann muss ich ja, weil es mehr Räder als Türen gibt, sagen, dass es Giratina zuerst kommt. Ich meine, statistisch gesehen oder ortstechnisch sollte Giratina zuerst kommen. Außer wir überholen mit Regidrago, aber die Giratina-Resets sind schneller.
Das sollte nicht passieren, außer ich bin echt schlecht. Oldschool auf dem Analog Pocket. Boah, ich hätte so gern Analog Pocket, einfach nur um einen zu haben. Aber ich weiß ganz genau, dass ich ihn nie benutzen würde. Weil es sind halt schon echt nicht viele Spiele, die man drauf spielen kann, was Pokémon anbelangt. Und dann kann man auch nur die Pokémon spielen, die... Und dann sind die da gefangen. So. Ich kann Gen 1 und Gen 2 spielen, aber legit gesehen sind die gefangen auf diesen Cartridges. Der FPGBC finde ich cooler. Also dieser neue Fanmade Game Boy Color. Also technisch gesehen kann es sein. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Aber optisch gesehen ist der Analog Pocket halt ein Augenschmaus. Aber diese Stahlversion, diese Steel-Version, die jetzt rausgebracht haben da vor ein paar Monaten, ey, was das kostet, ist eine Unverschämtheit. Ich hätte gern einen, aber ich weiß ganz genau, der würde einfach bei mir nur rumliegen. Du hoffst, dass in Legends Z das Standard-WWJ das Pokéball-Muster ist? Ich weiß nicht. Irgendwie muss das Pokéball-Muster besonders bleiben, weil es ist das Pokéball-Muster. Das eine Muster sieht einfach nur schön aus. Ich finde, es war logisch, dass es einfach jetzt in Paldea rumschwirrt. Es ist halt aus Paldea. Aber warum sollte das Pokéball-Muster... Ich habe das Gefühl, das Pokéball... Also ich fände es auch cool, wenn sie das Pokéball-Muster in Legends Z einführen. Aber es sollte dann trotzdem ein Event sein. Weil ich fände die Story cooler, wenn... Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon eine Story gibt. Aber ich fände die Story cooler, wenn das das einzige WWJ ist, das man-made ist. So wie Mew. Das ist halt... Oder Mewtwo. Das ist halt... Menschen wollten... Quasi WWJs sind so schön, aber sie haben halt dann auch eins gemacht durch Genetik und Kreuzungen und hier und da. Dass es ein Pokéball-Muster hat. Man kann schon auch sagen, dass es wirklich ein wildes ist. Warum kommt zweimal hintereinander Beatles? Geht nicht. Sword of the Demon King. Vielen Dank für 5 Subs. Dankeschön und hier ist dein kleiner Zettel. Das Pokéball-Muster wurde damals in Paris verteilt. Ja. Ich wäre nur lore-technisch. Fände ich es cool, wenn es eine besondere Geschichte hat und nicht einfach nur, ja, das kommt halt aus Urzeit Carlos. Ich meine, es würde gehen, weil es gibt halt genug Pokémon, die aussehen wie Pokébälle, wie Tampignon und Voltoball und sowas. Warum sollte es auch kein WWJ-Pokéball-Muster geben? Ich fände es einfach cool, wenn die Story dann ist. So ein kleine Quest einfach. Wir haben 3 WWJs zusammengemischt und dadurch es geschafft. Keine Ahnung, wir haben ein WWJ mit einem Voltoball gekreuzt. Das ist einfach eine kleine Story, wie Menschen das Pokéball-Muster von WWJ gemacht haben, gekreuzt haben. Und dann kriegst du es in der Quest. Ein einziges. Und wenn du das brütest, kommt auch immer eine normale Version dabei raus. Das fände ich cooler, weil dann bleibt das Pokéball-Muster besonders. Anstatt, dass man es einfach überall rumfliegen lässt und es ist auch wieder nur eins, was du dann 1000-mal fangen kannst. Was wäre sonst die Standardform? Stimmt, es könnte eine neue Standardform geben. Wie heißt es dann eigentlich? Wir wissen noch nicht, wie die Region heißt. Die kalonisische Form? Kalosische Form? Halt so richtig, wenn es wirklich sehr weit in der Vergangenheit spielt, muss es halt dann so richtig antik aussehen. So einfach so, ich weiß nicht, wie Frankreich, also wenn es halt
weiterhin so sehr historisch Frankreich bleibt, dann muss es ja so mit Revolution und so und wie das da damals halt aussah, Gebäude und die Mode damals, und dann kannst du das schon so geil aussehen lassen. Also ich kann auch einfach das Fantasiemuster wieder nehmen, mein Gott. Vielleicht denken sie sich nicht viel dabei. Pokéball ist, finde ich, zu besonders, um Standardform zu sein. Oder ich wünsche mir, dass es besonders bleibt. Flöt wäre nice für ZA. Du meinst AZ-Flöt. Ja, da kann sie auch eine Quest draus machen. Aber da finde ich halt auch, also wenn, dann müsste die Quest sein, dass man mehr findet. Weil ich finde, du solltest nicht das AZ-Flöt fangen können. Weil die Story ist, dass es frei ist und dass es sein Freund ist und so weiter. Und dann würdest du das wegfangen. Natürlich könnte die Story sein, dass du es irgendwie, dass es sich dir anschließt und so. Also wenn es das AZ-Flöt ist, fände ich es einfach komisch. Weil es ja auch in der Zukunft wieder vorkommt. Was man alles irgendwie immer erklären kann. So, du hast es zwar, der Charakter hat es bekommen für 20 Jahre und dann ist es halt wieder einen anderen Weg gegangen. Dann ist es in XY wieder vorgekommen, so in der Zukunft. Aber ich fände es logischer, wenn sie eine Quest machen, wo du so einen versteckten Hain findest mit so roten Blumen, mit diesen schwarz-roten Blumen, und dann sind da halt mehrere Fluets mit diesem Muster. Das fände ich cooler, als wenn du tatsächlich sein Fluet bekommst. Ich reise bald für ein paar Tage nach Dublin und Umgebung zum Urlaub. Kannst du mir 2, 3 Spots geben, das man gesehen oder gemacht haben sollte? Dublin und Umgebung, genau. Also wenn du viel Zeit hast, dann mietest du dir ein Auto. Achtung, Linksverkehr. Du sitzt rechts und so. Und kannst sogar relativ geil weit fahren, weil du, um auf die andere Seite der Insel zu kommen, brauchst du nur 3 Stunden. Fährst einfach eine Autobahn gerade rüber und bist in 3 Stunden auf der anderen Seite der Insel. Und dann, je nachdem, wie lange du halt da bist. Wenn du aber wirklich nur so ein Wochenende da bist, dann ist das natürlich Quatsch. Aber du kannst von Dublin aus, gibt es genug Services, Touristenservices, die wirklich, wo einfach ein Bus dich zu den geilen Orten hinfährt, die um Dublin rum sind. In Dublin selber lohnt es sich tatsächlich ins Guinness Museum zu gehen. Man denkt so, oh, Museum, warum? Aber das lohnt sich tatsächlich. Das ist echt cool, du lernst echt, das ist nicht einfach nur langweilig, oh, so wird Bier gemacht, sondern es ist echt faszinierend, riesig, auch richtig modern und cool gemachtes Museum. Vorher Karten kaufen und dann da hingehen. Wenn du auf einen Schlag innerhalb von einer Stunde alles über Dublin lernen willst, gehst du ins Little Museum of Dublin. Das ist in der Stadt ein winziges Museum, wo du eine Tour buchst. Es geht nur, glaube ich, mit Tour. Kostet nicht viel, und dann wirst du von echt wie so einem Schauspieler durch dieses kleine Museum geführt. Und das ist wirklich ein Schauspieler, weil der tut so, als wenn er ein Dubliner von vor 300 Jahren wäre. Und erzählt sehr kompakt, sehr lustig, sehr schnell, sehr cool die komplette Geschichte von Dublin. So dass sie mal zu England gehört haben, wie sie sich abgespalten haben mit Krieg und Hunger und die Potato, die Not, dass alle verhungert sind, weil die Kartoffeln eine Krankheit gekriegt haben und sowas. Also wenn dich die Geschichte von Dublin, Irland interessiert, Little Museum of Dublin, mitten in der Stadt. Guinness Museum sehr gut, und ansonsten würde ich einfach in der Stadt im Zentrum rumlaufen und Sachen anschauen. Und wenn du Umgebung, dann solltest du, wenn du nicht oft nach Irland kommst, sollte, musst du die Cliffs of Moher anschauen. Da kannst du auch mit dem Bus von Dublin aus hinfahren. Das ist am unteren Südostzipfel von Irland. Da bist du auch in 1,5 Stunden mit dem Bus dann eben da unten, oder 1 Stunde. Auf dem Weg kann man noch die Wicklow Mountains mitnehmen. Das ist ein riesiges Naturschutzgebiet mit riesigen Wanderwegen und Bergen und tollen Ausblicken und Lamas und Eseln und was nicht alles. Also einen Tag machst du auf jeden Fall Cliffs of Moher, und auf dem Weg kannst du die Wicklow Mountains machen. Da gibt es bestimmt eine Buslinie, die einfach genau da stehen bleibt. Schaust ein bisschen
irgendeiner Stelle im Naturschutzgebiet von den Wicklow Mountains an. Da gibt es auch den Guinness-See. Der wurde künstlich so gemacht, dass er aussieht wie ein Guinness. Wie ein Guinness-Glas. Also der ist schwarz, der See, und oben hat er einen weißen Strand. Da fährt aber, glaube ich, kein Bus hin. Da musst du mit dem Auto hin. Das war's. Ich meine, du kannst eben auch ein Auto mieten und auf die andere Seite nach Galway gehen. Das ist eine Studentenstadt, die super schön ist. Du kannst auch nach Skellig gehen. Das ist eine winzige Insel, wo Star Wars drauf gedreht wurde. Die Szene, wo Luke sein Lichtschwert wegschmeißt. Also seine Insel da. Du kannst auch nach Norden fahren, nach Nordirland, Belfast, ins Titanic Museum, was auch super gut ist. Du kannst aber auch in Blackrock, nee, ist was anderes, irgendwo oben in Nordirland, Irland-Grenze, ist die Stelle, wo sie Game of Thrones viel gedreht haben. Da ist die Insel, wo Jon Snow seine Jungfräulichkeit verloren hat. Nice. Die Höhle, kannst du reingehen. Auch dein Glück versuchen. Ja. Mega klingt cool, ja, sind für fast eine Woche da, falls ich mich mit Auto nicht traue. Bus geht also gut, klar. Meint sich gewohne, mich schnell ans Links fahren mit den weiten Strecken, dürfte einfach sein, oder? Danke für die Museum-Tipps. Oh, das Little Museum klingt auch cool. Ja, okay, vielen, vielen Dank. Hab mir einiges mitgeschrieben jetzt. Es gibt noch so viel mehr natürlich. Aber das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall, die du so machen musst. Aber ja, wenn ihr ein Auto mietet, sagen wir, ihr kommt an und dann macht ihr die ersten zwei Tage Dublin, schaut ein Museum hier an, geht da ein bisschen spazieren, geht da durch die Innenstadt und sowas, geht da in einen Pub rein, hört euch da Musik an in einem Pub und sowas. Geht nicht zu viel ins Zentrum mit dem, also hier Temple Bar, geht da nicht zu viel hin, weil es ist eine Touristenfalle. Also da kostet Bier doppelt so viel und die Pubs sind auch komplett überteuert. Geht lieber außerhalb von Temple Bar in Pubs und Bars, anstatt dass ihr in die Touristensachen geht. Aber wenn ihr dann so nach zwei Tagen gesagt habt, weil du kannst in zwei, drei Tagen an einem Wochenende locker Dublin gesehen haben und es ist winzig, die Stadt. Tierpark tatsächlich, wenn ihr Tierparks mögt, der Tierpark ist auch sehr schön. Allgemein Phoenix Park ist es. Wir gehen oft in den Phoenix Park. Das ist ein riesiger Park und in dem Park ist auch der Tierpark. Der ist sehr schön gemacht. Also sehr wild gemacht. Du gehst da wirklich so durch die Wildnis durch und siehst da und halt so ein paar Tiere. Es ist nicht sehr, also es gibt natürlich Gehege, aber du merkst nicht, also selten, dass es ein Gehege ist, weil es alles sehr wild gemacht ist. Aber wenn ihr Tierparks, Perke mögt. Und im Phoenix Park selber gibt es Rehe, die einfach wild rumlaufen. Und die laufen auch nicht unbedingt weg. Also sie laufen weg, wenn du sie streicheln willst, aber du kannst einfach neben Rehen chillen und mit denen zusammen auf der Wiese sitzen. Im Phoenix Park. Aber ja, und dann eben, wenn das vorbei ist, könnt ihr ein Auto mieten und du wirst dich schnell dran gewöhnen. Ich fahre ja hier auch links, so wie alle, aber ich habe mein Auto aus Deutschland mitgenommen, das heißt, ich sitze auch links. Und das liebe ich, weil ich muss mich nie umstellen, dass ich irgendwie der Knüppel auf der anderen Seite ist, der Blinker auf der anderen Seite ist oder irgendwas oder halt nicht auf der anderen Seite ist. Das finde ich einfacher. Das Problem halt, wenn du links fährst, ist, dass du in einem anderen Auto fährst. Aber solange, es ist kein Problem. Da hat man immer Angst davor und es ist immer so ein bisschen, oh, aber natürlich kriegst du es hin, fahr einfach vorsichtig. Die Leute fahren hier alle eh sehr langsam und unglaublich verschlafen. Da musst du dir keine Sorgen machen. Und vor allem auf Landstraßen, wenn du dann alleine bist, musst du natürlich aufpassen, dass du nicht auf einmal rechts fährst. Landstraßen gibt es halt viele, wenn du jetzt wirklich ins Land rausfahren willst und die sind auch sehr eng. Aber einfach langsam fahren. Das mit der Musik, das, was angesprochen ist, dass da so mit Livebands, beziehungsweise Live-Musik in den Pubs. Ja, ich selber bin da kein Fan von. Aber ja, es gibt, kannst du einfach googeln. Aber halt aufpassen, nimm vielleicht nicht die ersten, die drei besten oder so. Vielleicht findest du raus, welche eher so die
underrated ones sind, weil wenn du in die drei bekanntesten gehst, ne, wie gesagt, vielleicht ist es auch etwas, was euch taugt, aber dann seid ihr halt wirklich in der Touristenfalle und dann kostet da halt ein Bier dreimal so viel und das Essen dreimal so viel und so. Es ist trotzdem geil, weil es ist trotzdem das Erlebnis, aber wenn ihr auf Geld aufpassen wollt, dann ist es halt Geld rausschmeißen. Aber ja, Automieten fände ich halt cooler als Bus. Wenn du dir das zutraust mit dem Fahren, dann kannst du halt wirklich, wenn ihr raus aus Dublin wollt, fährst du kurz die Cliffs of Moher, parkst da, schaust die Cliffs an, fahrt weiter, dann gibt's da eine andere Klippe, dann gibt's da einen Wasserfall, dann ist da, ist einfach, vor allem nehmt Ferngläser mit. Ihr könnt krass viel Birdwatching machen. Es gibt krass viele geile Vögel zum Anschauen. Vor allem am Meer. Und auch Robben und Delfine kann man wirklich sehen. Also Robben kannst du, also Delfine wird es vielleicht nicht, musst du vielleicht krass viel Glück haben. Aber Robben ist ziemlich hoch die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach welche siehst, wenn du am Strand bist oder wenn du halt ein Fernglas dabei hast. Wo ich lebe, ich muss tatsächlich einfach nur vor zum Hafen gehen und da sind Robben. Der Grund ist leider, weil die Menschen, die da füttern, die Idioten, und deswegen wissen es die Robben, deswegen sind sie immer da. Also es sind Seehunde, glaube ich, und keine Robben. Wobei, Grey, Normal Grey Seal. Was ist Seal? Ist Seal jetzt Robbe? Ja, Seal, es sind Robben. Common Grey Seal. Aber auch so, wenn du irgendwo am Strand bist und irgendwo hinten sind so kleine schwarze Dinger, die aus dem Kopf, aus dem Wasser kommen, ist wahrscheinlich eine Robbe. Seal ist Seehund. Und was ist dann eine Robbe? Der Ex von Heidi Klum. Du musst aber noch den Kreisverkehr erklären. Nee, mach einfach Kreisverkehr so wie in Deutschland, nur halt andersrum. Aber wundere dich nicht, dass Leute komisch blinken. Fahr einfach langsam und vorsichtig. Robben ist eine Bezeichnung für Jungtiere. Seehund. Nee, und Robbe und Seehund sind zwei verschiedene Tiere. Chrissy, Dankeschön für 2 Euro. Möchte dir auf dem Weg nochmal danken. Social Life Tipps von dir verschönern mehr Jets schon den Urlaub. Kleins danke dafür. Ey, du musst erst danach danken. Vielleicht ist das alles Kacke und ihr denkt nur, was hat er uns denn da empfohlen? Aber das sind die Sachen, die euch jeder empfehlen würde. Es sind noch nicht mal irgendwelche versteckten Tipps, die ich euch gegeben habe. Also das alles, was ich gesagt habe, ist, wenn du googelst, Top 10 Sehenswürdigkeiten in Irland, die habe ich gerade genannt, die sind da alle dran. Aber Dankeschön für 2 Euro. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Jungtiere heißen Heuler. Robbe ist Robball. Hallo, are you Pikachu? Wie, das heißt, du hast gedacht, du hast auf deinem Ranger-Spiel noch ein Manaphy, aber dann ist dir eingefallen, dass du es damals rübergetauscht hast? Also hast du kein Manaphy auf deinem schönen Ranger? Da, 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 da. Grey Seal scheint die Kegelrobbe zu sein. Der Kopf sieht ein bisschen kegelig aus, ja. Alien Robben. Robbe ist nicht die Bezeichnung für Jungtiere von Seehund. Seehund und Robbe sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Lurky, ich muss dir Kontra geben. Das müssen wir jetzt kurz sagen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Seehund versus Robbe. Und jetzt kommt so ein geiler Kampf.
Robbe, Seehund, Seelöwe. Okay, Seelöwe kann ich, verstehe ich, was der Unterschied ist. Sieht um einiges anders aus. Robben, ein Oberbegriff. Verdammt. Robbe ist die Bezeichnung für unterschiedliche Arten, die im Wasser leben und zu den Raubtieren gehören. Die Familie der Hurenrobben, was? Die Familien der Hundsrobben. Das klingt aber auch wie ein Schimpfwort, du Hundsrobbe. Die Familie der Hundsrobben, Ohrenrobben und Walrosse gehören zu den Robben. Sie sind Säugetiere und zwischen, ja. Seeelefantenmännchen können bis zu 4-mal schwerer als ihre Weibchen. Ja. Seehund, eine Art Hundsrobbe. Seehunde sind eine Art, die zu der Familie der Hundsrobben gehören. Sie leben auf der Nordhalbkugel. Ja, bla bla bla. Entlang der gesamten Nordseeküste gibt es Seehunde. Seehund ist zwischen 100. Okay. Seelöwe, Familie der Ohrenrobben. Okay, das heißt, Robbe ist alles. Das heißt, es gibt Robben und in der Familie der Robben gibt es Robbenhunde, was ab jetzt ein neues Schimpfwort bitte ist in diesem Stream, du Robbenhund. Und Robbenhunde sind Seehunde. Und dann gibt es die Ohrenrobben oder Robbenohren, Ohrenrobben, Hundsrobben und Ohrenrobben. Ah, weil die haben Öhrchen. Und Ohrenrobben sind Seelöwen. Wow. Aber es sind alles Robben. Sagt hier Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber ich habe bei uns hier Grey. Ich kann euch einfach mein Video zeigen von den Robben, die buchstäblich vor meiner Haustür wohnen. Hey, Jude. Süß. Das sieht so dumm aus. Es ist eine Hundsrobbe. Das sind alles, das sind 3 Stück gewesen. Das ist anscheinend eine Common Grey Seal. AKA eine Hundsrobbe. Nee, keine Hundsrobbe. Eine Robbe. Keine Ahnung, ist jetzt ein Grey Seal eine Hundsrobbe oder eine Ohrenrobbe? Wichtig. Seeelefanten gefallen mir nicht so sehr. Meinst du Seekühe? Seekühe gehören nicht zu der Gattung der Robben, sondern Seekühe gehören zu der Gattung der Elefanten. Seekühe sind mehr verwandt mit Elefanten als mit Seehunden. Die Kegelrobbe. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich Ranger je besessen habe und durchgespielt habe. Das ist so lange her, dass ich es vergessen habe. Und wollte dann schauen, was so auf Perl drauf ist. Weil ich ja den Originex angefangen habe und da habe ich das Manaphy-Ei in der Bank gefunden und da ist es mir das wieder eingefallen. Ja geil, dann hast du es ja aber. Dann hast du tatsächlich ein von dir damals erspieltes Manaphy-Ei. Robbensohn. Moment mal, du heißt ja Robbensohn. Du solltest eigentlich alles wissen über Robben. Du bist eine Donnersichel. Die Seeelefanten. Ja, das sind die von Otto Walkes. Wird Zeit für einen neuen Namen. Jedes Mal fühle ich mich angesprochen. Du Robbenhund. Nehmt Ferngläser mit, wirklich. Nehmt Ferngläser mit und schaut Vögel an. Schaut Fische vielleicht jetzt nicht, aber... Aber ich glaube, wo haben wir die gesehen? War das in Irland? Irgendwo waren wir zu im Urlaub und haben fliegende Fische gesehen. Also es gibt ja wirklich fliegende Fische. Also das sind Fische, die aus dem Wasser raus springen und fliegen. Habe ich die wirklich gesehen?
Habe ich es geträumt? Ich kann schwören, irgendwo auf dem Urlaub habe ich die gesehen. Da ich doch nicht. Die hast du in Mario auf dem NES gesehen? Nicht die! Weißt du, warum ich weiß, dass das nicht so ist, Runny? Weil ich das Spiel nie gespielt habe. What? Ja, so alt bin ich nicht. Nee, tatsächlich, ich weiß, wir haben es einmal hier im Stream gespielt, aber das war ja hier Remake vom Remake und hier und da und 5 Minuten gespielt. Waren erst in L.A. am Pacific und da waren, glaube ich, auch Seelöwen. Hätte zu gern Ferngläser gehabt. Gut, dass du mich dran erinnerst. Muss mal welche besorgen. Jetzt, wo wir umgezogen sind, leben wir halt noch mehr in so einem Gebiet, wo halt krass viele Tiere sind. Vögel und im Wasser halt und so. Und wir sehen hier jetzt immer, wenn wir rausgehen, sehen wir wirklich Leute. Gestern habe ich 2 einfach gesehen, unabhängig voneinander. 2 Leute mit wirklich riesigen Ferngläsern, die halt wirklich einfach so in die Ferne gucken und halt wahrscheinlich Birdwatching machen. Und ich und Rosa haben da ehrlich gesagt richtig Bock drauf. Aber wenn ich das schon sage, fühle ich mich gleich um 30 Jahre älter, habe ich das Gefühl. Aber wäre das nicht auch cool? Würdet ihr das gucken? Wie der Leo und die Rosa am Meer stehen mit einem riesigen Fernglas. Und wir nennen es Leo's Birds, Leo Birdwatching, Watch the Leo Bird, keine Ahnung. Und wir sitzen da einfach und gucken über den Horizont, über den Strand, über die Ebbe und schauen uns alle Tiere an. Und wir streamen einfach 3 Stunden IRL. Und dann habe ich auch irgendwie ein Fernglas, das man verknüpfen kann und das Bild tatsächlich übertragen kriegt. Weil wie soll ich das, die Handylinse so in das Fernglas reinhalten? Guckt mal da! Ist jetzt wieder herumgesponnen. Ornithologie. Ja. Seht ihr, so sind Ornis entstanden. Nein, bei sowas würdest du nie streamen. Was wenn doch? Leos Shiny Hunting. Aber es sind Vögel. Leos Birdwatching, saugeil. Braucht ihr einen Feldstecher? Keine Sorge, ich habe sowas. Ich schaue mir öfter sowas an. Ich habe auch einen Feldstecher. Aber ich meine halt wirklich ein riesiges. Also ich habe halt so einen. Und der ist auch richtig groß und alt. Meine anderen 2 Ferngläser wurden ja geklaut, als mein Auto ausgeraubt wurde. Man kann sich wirklich ausrauben nennen, wenn ich vergessen habe abzuschließen, aber wir hatten so gut wie nichts drin. Die Ferngläser waren, glaube ich, das Wertvollste und nicht mal die waren teuer, glaube ich. Aber so ein Riesenfernglas, sagt man auch Fernglas zu diesen Dingern, die wirklich so am Gesicht dran sind? Fernglas ist für mich immer dieses eine fette Ding, wo man reinguckt. Aber ich habe noch so ein fettes Fernglas halt, Binoculars. Müsste doch mit modernen digitalen Flex... Also digital, ja, also das Objektiv darf dann aber nicht digital sein, weil sonst kannst du auch mit dem Handys machen. Du müsstest eine richtig... Ich meine, ja, ich könnte anstatt einem riesigen Fernglas einfach ein riesiges Teleskop-Objektiv kaufen für die Kamera. Aber ist das gleiche Feeling? So ein Teleskop ist doch geiler. An einer bestimmten Größe sind es Feldstecher, okay. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man sich hier auch bei irgendeinem Kurs einfach oder so einer Community anmelden und dann trifft man sich einmal die Woche und dann kriegt man tatsächlich Infos mit, wie, was und was wo aussieht und welcher Schrei die Amsel macht im Vergleich zum Kuckuck. Vielleicht findest du eine curryfarbene Möwe. Vielleicht finde ich eine Möwe mit so 2 grünen Streifen am Flügel. In Australien durften wir an Seelöwen vorbeigelaufen. Das ist cool.
Es ist irgendwie überwältigend, wenn man sich die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, was die Natur alles von Arten hervorgebracht hat. Boah, ich habe jetzt wieder die ganzen Statistiken vergessen, aber wie viel war es? Wenn man bedenkt, also das mit Insekten weiß man ja irgendwie, jede Ameise zusammen, wer wiegt 1000-mal so viel wie alle Menschen zusammen oder sowas, keine Ahnung. All diese Zahlen habe ich vergessen. Aber was ich am faszinierendsten fand, war der Fakt, dass wir ja das Meer nicht wirklich weit erforscht haben. Also ab einer gewissen Tiefe haben wir nie wirklich geforscht. Und es ist schon relativ früh, so 200 Meter und weiter runter ist schon sehr tief. Ich glaube, 200 Meter runter kommt auch kein Licht mehr hin und sowas. Und alle Fische, die wir kennen und die wir auch fischen und essen und sowas, sind halt all diese Fische an der Oberfläche. Und das ist nur 20% von allen Fischen, die existieren. Die Fische, die wir benutzen, sehen, essen, spielen, keine Ahnung, sind nur 20% aller Fische, die existieren. Oder sogar mehr, schau, ich habe die Zahl vergessen, aber es war unfassbar wenig im Vergleich zu dafür, wie viel Masse es an Fischen tatsächlich gibt, wenn man diese Tiefe noch mit einrechnet. Das lässt sich ganz einfach ausrechnen durch den Fakt, dass Wale da unten leben oder gewisse krasse Tiere da unten leben und die müssen ja Tonnen an Zeug essen. Und die essen es da unten. Es muss so unfassbar viel Fisch da unten existieren, sonst würden die alle verhungern da unten. Man kann natürlich sagen, woher weiß man das, wenn man da unten gar nicht rumforscht? Ja, so Logik halt. Bam, 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 bam. 1/5 aller Tiere kennen wir bloß. Ja. Ich habe heute gelesen, dass Ameisen auch Amputationen vornehmen. Medic! Johnny, du wirst wieder fein sein. Sag meiner Frau Ameise, dass ich sie... Nein, du wirst es ihr selber sagen. Medic! So eine kleine Ameise mit so einer Säge und sägt das Bein ab. Johnny, halt durch! Und so ein Mensch drüber und der hört nur so piep, 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 piep. Aber ja, warum nicht? Ich meine, ist hilfreich. Aber was willst du mit einer Ameise, die ein Bein weniger hat? Ich meine, sie hat immer noch 5 Beine. Hm. Okay. Es gibt so krasse Fakten einfach und man vergisst immer die Hälfte, aber auch so faszinierend ist einfach, dass Bienen erkennen Menschengesichter. Also sie erinnern sich an, können sich an Menschen erinnern anhand deren Gesichter. Und das Creep, das Faszinierendste von allen, was wirklich so Science-Fiction, finde ich, ist, dass wenn ein Raupi, in unserer echten Welt ein Raupi, sich verpuppt, in dieser Verpuppung, in dieser Puppe, löst sich die Raupe komplett auf in Zellmatsch und ordnet sich komplett neu an zu einem Schmetterling. Also es wird komplett zersetzt und baut sich komplett neu auf. Und trotzdem ist es das gleiche Tier. Wie hat man das gemessen? Natürlich ist es das gleiche Tier, aber es hat sich buchstäblich alles an diesem Tier geändert. Jede Zelle hat sich neu angeordnet und woanders und hat sich verändert und mutiert und was nicht alles. Aber du hast es getestet, indem du bestimmt die Raupen bestimmte Sachen beigebracht hast oder halt, böse gesagt, vielleicht Schmerz zugefügt hast. Ich glaube, du kannst den Schmerz zufügen und dann wissen sie, dass sie da nicht lang gehen sollen, weil da kriegen sie Schmerz und rechts kriegen sie Belohnung. Und dann machst du es gleich mit dem Schmetterling und der erinnert sich dran. Ist es nicht krank, dass sich ein Lebewesen komplett zersetzt, neu aufbaut und die gleichen Erinnerungen wie davor hat? Wie geht das? Das ist unfucking fassbar. Das ist Science Fiction einfach. Und wenn das geht,
Was hält uns davon ab, zu teleportieren? Wenn sich eine Raupe komplett zersetzen kann und wieder zusammensetzen kann und die gleichen Erinnerungen hat und die gleiche Raupe-Viech ist wie davor, wieso können wir uns da nicht teleportieren, komplett zersetzen und wieder zusammenbauen und der gleiche Mensch sein? Aber nein, wenn wir uns teleportieren wollen und uns komplett in Atomare aufsplitten wollen, dann sind wir nicht mehr der gleiche Mensch. Mann, ey. Homeboy, dankeschön für deinen Prime. Dankeschön. Ja, Blobfisch ist sehr traurig. Der sieht nur so aus, weil du ihn aus dem Wasser rausnimmst und dann verliert er jeden... Also der ist halt Druck gewohnt, weswegen der keinen Knochen hat. Und weil du ihn rausholst, ist er einfach... Und tot übrigens. Also dieser Blobfisch, dieses Bild von diesem hässlichen Fisch, das ist einfach ein Bild von einem toten Fisch. Und alle so, ist der hässlich. Ja, du hast ihn ja auch aus seinem Leben rausgenommen. Aber solche Sachen lernt man in dem wundervollen Podcast... Wildest, wo sie jede Woche ein anderes Thema haben. The Wild Biggest, Wild Smallest, Wild Hottest, Wild Coldest. Diese Woche war, glaube ich, Wild Unproportionalst. Also Tiere, die sehr unproportional sind. Und da war auch der Blobfisch, wo sie es erklärt haben, warum der Blobfisch eigentlich hässlich ist und dass der eigentlich nicht hässlich ist. Der ist halt nur hässlich, weil du ihn aus dem Wasser nimmst. Es gibt auch Zombie. Ich weiß nicht, was waren das? Ameisen? Nee, es waren Pilze. Zombie-Pilze. Oder war das eine Wespe? Auf jeden Fall, irgendwas infiltriert die Ameise und kann die Ameise dann steuern. Wie ein Zombie. Ich glaube, es war ein Pilz. Wie immer. Sagt man nicht auch, dass Pilze irgendwann... Deswegen gibt es ja Last of Us. Weil die haben einfach gesagt, ja, Pilze werden irgendwann die Welt übernehmen. Pilze sind zu krass. Weißt du, das Begegnungskraft Level 2, Psycho? Mensch, zum zweiten Mal, wie du siehst, unter dir steht ein Link, wo du draufklickst. Ich weiß gar nichts auswendig. Guck auf den Chat, was Leute dir schreiben. Die Leute beantworten dir ständig deine Fragen. Du musst nicht auf meine Worte warten. Aber es ist Essig. Nein, ich weiß, irgendwas mit Essig war es. Wir reden hier über Käfer, hallo? Wie kannst du überhaupt an Essen denken, wenn wir über Käfer reden? Ich habe heute eine Spinne getötet, es tut mir leid. Oh, 500. Zombie-Pilze. Kommt eigentlich nur aber gerade? Oder ist es Bonnie M? Habt ja noch genug Spinnen. Ja, aber die Argumentation ist nie hilfreich. Gibt ja genug davon. Das kannst du bei Menschen auch sagen. Ah, oh, ich habe heute ein Kind überfahren, aber es gibt ja zum Glück genug davon. Das war Bonnie M. Deutsche Stolz, Bonnie M. Ich wollte Münchner sagen, aber ich glaube, Bonnie M. war nicht aus München. Kann ja nicht jeder Star aus München sein.
Die haben nicht 8 Beine. Die Kinder. Das wäre, glaube ich, ein Horrorfilm, den ich nicht gucken könnte. Kinder spinnen. Spinnenkinder. Ich mag nichts, was herumkriecht. Jetzt sind wir wieder bei Kindern. Ich stimme dir vollkommen bei. Spinnen kriechen nicht, die krabbeln. Was ist der Unterschied zwischen krabbeln und kriechen? Kriechen ist ohne Beine, das, oder? Und krabbeln ist mit Beinen. Hi Chrissy, gerne, viel Spaß in Irland. Der Sommer ist scheiße. Ich hoffe, wir haben schönes Wetter, wenn ihr da seid. Hatte im letzten Urlaub eine Unterkunft, da hatte ich einen ganzen Streichelzoo. An Spinnen? Hab in einer Nacht weit über 20 Silberfische gezählt. Silberfische finde ich ja eigentlich sogar ganz süß. Die sind so klein und wuseln rum und wirken so wie kleine Hoverboard-Tierchen, dass ich die noch ganz süß finde. Aber ich habe auch ewig keine mehr gesehen. Ja doch, ich habe hier, als wir eingezogen sind, habe ich eine in der Garage gesehen. Nicht hier in der Wohnung, aber in der Garage. Das war auch so, oh süß. Aber wenn man Silberfische hat, dann liegt das daran, dass es nicht sauber genug ist. Die sind nur da, weil man zu selten saugt. Weil die essen deine Schuppen und Haare und was nicht alles. Die machen dein Bad für dich sauber, weil du es nicht tust. Wie man einfach so lange die Stimme halten kann. Letztens so ein dummes TikTok gesehen, ey, diese scheiß Clickbait-TikToks. Oder halt, auf TikTok würde man eher sagen, nicht wegswipe-bait. So, da war einfach so eine Grafik, die gesagt hat, jetzt Luft anhalten. Und dann hat sich das langsam gefüllt, so von wegen, du hast gesehen, wo es sich hinfüllt, so von wegen Raucherlunge und danach normale Lunge und dann Sportlerlunge. Und dann Bonus-Extrem-Lunge, bla bla bla. Und ich so, okay, spiele ich mit. Halt die Luft an. Und ich habe eine Raucherlunge wahrscheinlich. Immer noch von Summer Breeze. Und ich war bei Bonus-Extrem. Was ist für eine dumme... Weißt du, einfach nach 10 Sekunden war schon so Raucherlunge. Also wenn du den Atem nicht für 10 Sekunden halten kannst, dann solltest du wirklich zum Arzt gehen. Eine Minute Luft anhalten, glaube ich, muss vielleicht nicht jeder können, aber ich glaube, wenn du normal gesundheitlich drauf bist, ist eine Minute Luft anhalten doch machbar, oder? Ich glaube, das letzte Mal, als ich das spielerisch getestet habe, war es, glaube ich, eine Minute. Aber als Kind habe ich das, so wie jedes Kind, glaube ich, auf die Spitze getrieben, so beim Tauchen. Wie weit kann ich im Wasser hovern, ohne mich zu bewegen, um ja keine Energie zu verbrauchen und wie lang kann ich unterm Wasser liegen, bis ich auftauche oder wie weit kann ich tauchen, bis ich auftauchen muss und sowas. Eine Minute sind wir Perlentaucher. Eine Minute ist nicht lang für Luft anhalten. Also ich glaube, also nach 40 Sekunden musst du wirklich oder muss ich dann halt, du musst dich zwingen, weil du kannst nicht ersticken selber. Bevor du erstickst, holst du Luft. Und du lebst ja nicht von dem Sauerstoff, der in deiner Lunge ist, sondern du lebst von dem Sauerstoff, der in deinem Blut ist. Das ist ewig. Du musst einfach nur den Drang widerstehen zu atmen. Diesen leichten, unnötigen Drang zu atmen. Das müssen doch nur Apnoe-Taucher.
kann das auch nicht mehr sonderlich lang. Echt, die suchen menschliche Nähe, die Silberfischchen? Sauber machen. Aber gut, wenn du in einem Hotel oder so irgendwo warst, ist schwer jetzt einfach mal schnell sauber zu machen. Aber wenn da viele sind, würde ich wirklich irgendwie einen Besen oder einen Staubsauger suchen und schnell die Stelle einfach saugen und sowas, weil dann haben die nichts mehr zu essen und dann kommen die gar nicht. Ich glaube, das ist das Prinzip von denen. Ohrschlitze? Oh, nee, sind diese Ohrschlitze diese komischen 100-Füßler mit diesen zwei Dingern? Widerlich. Ich habe das Gefühl, die könnten so heißen. Ohrwürmer. In meiner Welt heißen die Ohrwürmer. Und ich habe mal eine Doku gesehen, damals als Kind, so eine Tierdoku, wo irgendwie ein Stamm in Afrika gefilmt wurde und die schlafen alle so auf dem Boden, damit die denen nicht in die Ohren reinkriechen. Oder an irgendwelche ähnlichen Füßler oder so. Die schlafen halt so mit angehobenem Kopf auf dem Boden. Und das ist, fand ich, so befremdlich oder so angsteinflößend, dass ich das nie vergessen habe. Ohrkneifer. Ich kenne es als Ohrwürmer. Wahrscheinlich kriechen die gar nicht in Ohren. Aber widerlich. Eine Minute in Ton halten ist krass, ja. Aber... eine Minute? Ich glaube, es war aber keine Minute, die der gerade gehalten hat. Komm, ich will es jetzt testen, wie lange ich die Luft anhalten kann. Stoppuhr. Macht mit! Okay, ich bin nicht gut in Form gerade. Das waren bloß 30 Sekunden. Ich glaube, ich muss stehen dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das waren nur 30 Sekunden. Aber es hat sich... Ich muss stehen. Ich müsste stehen dabei, glaube ich. Ich bin total so eingefaltet hier. Schrecklich. Ich bin fast gestorben. Gar nicht so schlecht. Es waren nur 30 Sekunden, das ist voll schlecht. Jeder muss 30 Sekunden die Luft anhalten können. Nee, ich schaffe eine Minute. Klar schaffe ich eine Minute, ich muss dabei stehen. Und vielleicht nicht im sauerstoffuntersättigsten Raum der Welt sitzen gerade. Ich muss zum Arzt, ja. Ich habe meine Shinies vor mir vorbeilaufen sehen. Ich habe schon einen weißen Tunnel gesehen und dahinter Arceus. Oder im Liegen? Ja. Auf jeden Fall gerade. Du musst mal Rabatt auf deinen stehenden Sonderbonbon geben? Niemals. Ein, zwei Minuten schaffe ich das auch locker mit Raucherlunge. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Hallo Hamke. Bringst du mich jetzt zum Stehen? Dann probiere ich es nochmal. Ich schnaffe eine Minute. Natürlich schaffe ich eine Minute.
Es hilft, finde ich, auch extrem beim Luftanhalten, immer wieder Luft rauszulassen. Damit dieser Druck weggeht, dann kann man immer noch länger halten. Das ist nicht Cheaten, nur einatmen wäre Cheaten. Ausatmen ist nicht Cheaten. Ausatmen zählt immer noch zur Zeit dazu. Okay. Wollt ihr eure Sonderbonbons drauf verwetten, ob ich eine Minute schaffe? Ich habe gerade 35 einfach so geschafft, im Sitzen zusammengedrückt mit Buckel. Und ich habe Asthma. Aber das ist irrelevant. Prediction. Happens, willst du eine Prediction machen? Schafft er über eine Minute? Das ist gerade am Pott. Widerlich. So, ihr wollt immer mehr Punkte? Holt euch Punkte. Warum, was? Achso. So, ihr wollt immer eure Punkte vermehren. Dann verwettet jetzt all eure Sonderbonbons, damit ihr mehr Spirits und mehr mich stehen lassen könnt. Ich will eine Minute die Luft anhalten. Und es geht. 30 Sekunden viel zu wenig. Ja, aber ich will doch jetzt das machen. War es zu langsam? Also keiner hat mitgemacht. Egal, los. Wenn jetzt ein Shiny kommt währenddessen, wäre ich so... Oh. Okay. Timer müsst ihr mir glauben. Eins, fünf war's. Eine Minute, fünf war's. Ich hätte noch länger gekonnt. Ich war noch nicht mal dran, irgendwie mich groß zu zwingen. Zehn Punkte.
Ich hätte 2 Minuten geschafft. Lass 2 Minuten versuchen. Nein, ich hätte nicht 2 Minuten geschafft. Ich bin noch nicht mal aus der Puste. Man möge denken, dass ich gecheatet habe. Aber habe ich nicht. Ist Rosa zu Hause für die Wiederbelebung? Also man muss schon einen krassen Willen haben, um sich selbst umzubringen, indem man selber die Luft anhält. Wollte mit 54 kaufen, nein geben. Zum Glück war ich zu langsam. Oh, dann hättest du mich nicht mehr stehen lassen können. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. Redface, Dankeschön für 50 Bits. Hab genug Punkte, Alter. Wie viel hast du? Easy peasy 2 Minuten. Mit Training locker, aber nee. Wenn du richtig so meditierst und ewig lang Sauerstoff reinpumpst und so. Da kann ich euch aber echt einen Film, also eine Doku-Film empfehlen. Der letzte Atem auf Netflix, es ist unfassbar gut. Man ist ein bisschen, also es geht um diese Tiefseetaucher, die wirklich, also so abnormal ihr Leben aufs Spiel setzen, einfach nur, weil sie süchtig nach diesem Adrenalin sind. Und es ist wirklich erschreckend und die ganze Doku über bist du so sauer. Also ich bin sauer auf solche Menschen, weil sie sind selber schuld. Du guckst Menschen dabei zu, wie sie ihr Leben zerstören. Einfach wegen diesem Adrenalinkick. Weil das ist der einzige Grund, warum die es machen. Und die gehen ja wirklich ich weiß nicht, was der Rekord ist, 120 oder sowas, 120 Meter senkrecht ins Meer runter an einem Seil. Und sind dann da unten, solange bis sie nicht mehr können und gehen dann wieder hoch. Aber allein der Weg runter und hoch, ne, wenn du dich verschätzt, kommst du nicht mehr hoch. Und die meisten treiben das so weit, dass sie, also da sind extra so Spotter, die so auf halbem Weg auf dich warten. Und die sehen dich dann kommen und sobald sie dich anfassen, haben sie verloren, weil die müssen von alleine hochkommen. Aber wenn die merken, halt, die Person schafft es nicht von alleine hochzukommen, dann packen die und holen die hoch und dann kommen die halt komplett bewusstlos oben an. Das sieht so krank aus. Und dann denkst du ja so, ja komisch, dass du einen Gehirnschaden hast, selber schuld. Bist du die ganze Zeit auf diesem Level von diese Adrenalin-Junkies, diese Idioten, selber schuld. Aber diese Doku ist trotzdem so faszinierend und gut gemacht mit einer Liebesgeschichte drin. So krank gut gemacht, dass du am Ende sogar nicht mehr so böse. Aber du bist immer noch so mit der Stimmung so, ja, selber schuld. So, ich kann nicht wirklich traurig sein, dass der und die verrecken da unten, weil es tut mir leid. Der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, dass ihr einfach 20 Minuten die Luft anhaltet. Bei einem Druck von was nicht alles. Und ich dachte immer, dass ein Mensch das gar nicht kann. Ich dachte, ein Mensch taucht da runter und dann zerplatzt alles, so wegen dem Druck und sowas, dass das kocht, dass das Blut dann kocht oder was man da sagt. Aber das passiert nur Leuten mit einer Flasche. Also tatsächlich in Tauchern. Wenn du das alles ohne Flasche machst, macht dein Körper das alles irgendwie von alleine, Druckausgleich oder sowas. Das ist nur das Problem, wenn du eben diese Flasche auf dem Rücken hast und den Sauerstoff nimmst, dann kannst du die Seetaucherkrankheit kriegen oder so. Und stirbst. Das ist also der letzte Atem. Saugute Dokumentation. Ich glaube, die ist Netflix-exclusive. Die war so, also wirklich 10 von 10. Unfassbar gut. Aber crazy. Crazy dumme Menschen. Müssen die dann auch in diese Maschinen rein? Welche Maschine? Die machen keine Maschinen. Die sind wirklich, die haben einen Badeanzug an. Vielleicht eine Taucherbrille. Und das Krasse ist ja, weil Menschen denken, ah ja, ich habe letztens jemanden irgendwo auf TikTok sagen hören, ah, wenn ich irgendwo im Wasser bin. So die Frage war, was machst du,
wenn du dich auf einmal im Wasser findest, sagen wir, du bist am Surfen und du wirst von einer Welle ins Wasser runtergedrückt. Was machst du, um zu wissen, wo oben und unten ist? Eindeutige Antwort ist natürlich Sauerstoff raus, dann weißt du, wo die Bubbles hingehen, nach oben. Aber der eine hat gesagt, kein Problem, ich lasse einfach locker und der Körper geht immer nach oben. Das ist halt Quatsch. Was die in dieser Doku auch super gut erklären, nach einer gewissen Tiefe, und das ist relativ schnell, vielleicht sogar 10 Meter, 20 Meter oder sowas, nach einer gewissen Tiefe ist der Druck über dir so hoch, dass dein Körper nicht mehr nach oben geht, sondern nach unten. Weil zuerst denkst du dir, holy shit, die müssen 100 Meter nach unten schwimmen. Nein. Die müssen am Anfang kurz, und die haben auch Flossen an, die müssen kurz am Anfang mit den Flossen wirklich gegen den Druck nach unten tauchen, aber dann, nicht weit, 10, 20 Meter, ist der Druck so hoch, dass du einfach nach unten gezogen wirst. Also die werden nach unten gedrückt von der Wassermenge. Das heißt, wenn du da unten bist, du kommst nicht von alleine einfach wieder hoch. Dann haben die halt so ein Seil, an dem die sich nicht wirklich hochziehen, aber die paddeln dann hoch und ab einer gewissen Höhe kriegst du dann auch wieder Auftrieb und wirst nach oben gezogen automatisch vom Druck oder vom Gegendruck, keine Ahnung. Ist faszinierend, also stockdunkel da unten, also ich weiß nicht, warum die das machen, Adrenalin-Junkies. Und es ist wirklich so, jedes Jahr gibt es da irgendwie so eine Weltmeisterschaft. Und es ist wirklich ein Extremsport natürlich. Und das sieht man auch daran, dass das 20 Leute machen. Also irgendwie bei der Weltmeisterschaft sind 20 Leute. Und das ist die komplette Community von diesen Apnoe-Tiefseetauchern. Irgendwie so 20 Leute. Das ist so crazy. In die du musst, wenn man zu schnell auftaucht. Ach stimmt, es gibt da so eine... Wenn du zu schnell auftauchst, gibt es irgendwie so einen Raum, wo du rein musst. Stimmt. Die müssen gar nichts. Nee, wenn du das nackt machst, quasi ohne Luft auf dem Rücken, dann musst du das nicht machen. Das liegt nur an dem Anzug, den du anhast, wenn du halt mit Flasche runtergehst. Keine Ahnung warum. Ich würde es trotzdem nicht probieren. Ist das ein Rokara im Hintergrund? Wo? Bei mir? Dekompressionskammer, ja, wahrscheinlich. Decompression Chamber. Das da ist ein Ninja-Turm, das ist ein Lugia und das ist ein Skelabra. Oder meinst du bei Regidrago? Du hast 225.000. Viel zu viel Geld, Hamke. Was machen wir mit dem Geld? Weg. Ausgeben. Das Runde auf dem Ast. Ich habe keinen Ast. Das Runde auf dem Ast. Dann lieber Fallschirm für den Kick. Ja. Ich kämpfe später mit der Taucherkrankheit. Anscheinend ist Taucherkrankheit wirklich nur, wenn du mit Flasche runtergehst. Das wusste ich davor auch nicht. Wenn du einfach so frei Freediving machst, ist diese Taucherkrankheit, glaube ich, einfach kein Ding. Das liegt echt anscheinend nur, wenn du mit Sauerstofftank auf dem Rücken zu schnell nach oben kommst. Ich verstehe die Physik dahinter nicht, aber so hat es die Doku aussehen lassen. Weil die haben nie irgendwas gemacht. Die sind einfach so schnell es geht nach oben. Weil sie müssen so schnell es geht nach oben. Aber vielleicht habe ich es auch vergessen. Vielleicht müssen die auch irgendwas in ihrem Kopf machen, dass das funktioniert. Das über dem, was du gerade angefasst hast. Das ist eine Lampe. 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 Lugia. Lampe.
Lampe. Lampe. Fallschirmspringen ist echt sicher, sicherer als Autofahren. Ich glaube, wenn so viele Leute Fallschirmspringen würden, wie Leute täglich Autofahren, wäre Fallschirmspringen nicht mehr sicherer als Autofahren. Ich meine, klar sterben wenig Leute beim Fallschirmspringen, aber es springen auch lang nicht so viele Leute Fallschirm, oder? Ich weiß, Fallschirmspringen klingt schon cool und ich glaube vielleicht irgendwann mal, wenn sich irgendwas ergibt. Ich glaube, selber würde ich das niemals organisieren oder so. Ich glaub, wenn irgendwie eine Gruppendynamik wäre und die Leute sagen, hey, lass mal das machen, würde ich sagen, okay, ich mach mit. Aber irgendwie habe ich nicht den Drang, es unbedingt auszuprobieren. Bungee Jumping ist, glaube ich, schlimmer. Ich glaube, bei Bungee Jumping passiert mehr. Da habe ich das Gefühl, so wie das immer aussieht, habe ich danach erstmal eine Gehirnerschütterung. So wie man da so wong. Ich meine, dieses Seil, wenn es einen dann so wie so eine Peitsche einfach schlägt, haben die Leute nicht danach 3 Jahre Rückenprobleme? Das sieht vielleicht nur so aus. Ich würde nur mit Profi springen. Ich glaube, du kannst nicht alleine springen, ohne einen Fallschirmführerschein zu machen. Gemäß meinem Mann ist Fallschirmspringen wunderschön. Ich würde es nackt machen. Der Film Wingman über Skydiver ist auch krass. Der Film Wingman. Eieiei. Das sind aber auch, also die Leute, die ohne Fallschirm springen oder halt so halb Fallschirm, also die mit diesen Anzügen, die so an diesen Klippen vorbei, die sind auch verrückt. Die sind einfach verrückt. Das sind wie die Tiefseetaucher, nur in die andere Richtung. Das ist wirklich, die wollen einfach wie ein Vogel fliegen. Nur du kannst halt nicht fliegen, die fallen halt nur sauschnell. Ich habe ein Video von meinem Sprung, schon crazy Gesichter, die ich gemacht habe. Ich habe das Gefühl, wenn man Fallschirm springt, dann erstens ist es nicht sackenkalt im Gesicht? Drückt es dir nicht die Ohren zu und ist es nicht einfach die ganze Zeit nur und dann die ganze Zeit und ist es nicht super unangenehm? Bist du nicht eher beschäftigt damit, die ganze Zeit quasi irgendwie gegen den Wind anzukämpfen, dass du irgendwie überhaupt was siehst? Klar, du hast eine Brille auf und so. Aber es sieht immer, wenn man Leuten dabei zuschaut, sieht es immer so stressig aus. Es sieht nicht so aus, als ob die irgendwie das genießen, dass sie irgendwie Spaß haben. Es sieht so aus, als ob die gerade einfach nur versuchen zu überleben. Die sind so volle Kanne, versuchen nicht drauf zu gehen dabei. Nee, man muss nur darauf achten, dass man Luft bekommt. Ah ja, man darf nur nicht vergessen, dass man einatmet. Was ich eher machen würde, was glaube ich auch ein geiles Gefühl ist, ist diese Kammer, wo von unten die Luft kommt. Was quasi das gleiche Gefühl ist, nur natürlich nicht einen Kilometer oben. Chamber-Dingsbungs. Wie gegen Wind. Ja, diese Röhre, wo von unten Luft kommt. Ventilator von unten und dann du hast quasi Gegenwind und deswegen kannst du in dieser Röhre Röhrenfallschirm springen, keine Ahnung, Röhren fliegen, wie heißt das? In dieser Röhre fliegen. Quasi das sichere Fallschirm springen. Oder das Gefühl hast von Schwerelosigkeit, aber du bist halt nicht wirklich am Fallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, Luft zu holen, wenn man da Fallschirm springt. Weil man kennt es ja, man hat mal diese Situation, wenn man, das kommt aber nicht so oft vor, wenn man Auto fährt und man hält sein Gesicht aus dem Auto raus
Du kriegst auf einmal keine Luft mehr, weil der Sauerstoff schneller an deiner Nase vorbeidüst, als dass du ihn einatmest. Ich meine, du kriegst Luft, aber es fühlt sich doch so an, als ob du nichts einatmen kannst, weil es dir die Luft einfach an dir vorbeidüst. Ich glaube, das ist nur ein Gefühl und es stimmt nicht wirklich. Aber das ist trotzdem so ein Gefühl von, ich kann gerade nicht einatmen. Aber wann hat man das Gefühl? Man hängt seinen Kopf nicht die ganze Zeit aus dem Fenster. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie habe ich das... Du hast ja dennoch Gegendruck. Ja eben, aber es fühlt sich trotzdem so an, als ob du nicht atmen könntest. Windkanal, genau. Sky Dome. Windkanal ist eher das, wo du Autos und so reintust, um zu schauen, ob sie stromlinienförmig sind. Aber wahrscheinlich heißt es auch Windkanal, ja. Man gewöhnt sich nach einer Zeit dran. Ich habe letztens ein cooles Video gesehen, wo einer, der jetzt nicht unfit ist, aber er hat gesagt, er will einfach zum Mount Everest. Nicht hoch, aber ins Basecamp. Und ich dachte ja, ach ja, Basecamp, da gibt es bestimmt eine Gondel hoch. Oder ich dachte, ja okay, Basecamp, du reist einfach dahin und dann gehst du halt da zum Basecamp. Ich habe echt, also ich wusste immer, dass Basecamp ist schon eine Herausforderung, aber ich dachte nicht, dass es so eine Herausforderung ist, allein zum Basecamp vom Mount Everest zu gehen. Ich glaube, Basecamp ist auf der Höhe von 3000. Und ich weiß, ich war in Kitzbühel oder Zürs Skifahren und das höchste, wo eine Strecke anfing, war 3000. Und da hatte ich jetzt kein Problem. Also atmenmäßig, weil bei 3000 anscheinend fängt es an, dass man Atemprobleme kriegt. Weil das war so ein junger Typ einfach und er ist dann da nach Nepal und hat dann jemanden gesucht, der ihn zum Basecamp bringt. Und es war dann eine super emotionale Geschichte. Er hat dann jemanden gefunden, der das früher ganz oft gemacht hat. Auch auf Mount Everest schon 20 Mal oder so war. Und jetzt sehr selten Leute zum Basecamp bringt, aber für ihn hat er es gemacht, weil er ihn mochte und sowas. Und dann sind die da echt 5 Tage oder sowas zu dem Basecamp hingegangen, über krassestes Terrain und voll steil und richtig so am Berg steigen. Und ich denke so, was? Das allein musst du machen, um überhaupt zum Anfang von Mount Everest zu kommen? Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das irgendwann mache. Das wäre, glaube ich, schon cool. Ganz nach oben? Nee, ich bin noch nicht lebensmüde. Nee. Also dieses Basecamp sah ganz chillig aus. Und der hat halt auch irgendwann ab 3000 hat er gesagt, ich krieg keine Luft mehr. Kopfschmerzen. Und halt diese Höhenkrankheit. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind oft in Kitzbühel und Zürs auf so 3000 Meter Bergen war. Aber das war ja wirklich dann, du gehst schnell hoch und dann fährst du runter. Ich glaube, das kommt drauf an, wenn du da ein paar Stunden dann auf der Höhe bist, dann wird es wahrscheinlich schwierig und nicht mal eben kurz. Redface, du bist ein Mau... Irgendwas mit Zünd... Mautzünder? Zündmauts? Irgendwas mit Zündeln. Irgendwas mit Zündeln. Mautzündel? Mautzunder? Nee. Hallo Halloween Candyman. Mitzunder. Oh, ich bin nah dran. Einfach mal dahin gehen. Ich dachte halt echt, wenn du Geld hast und einfach nach Nepal reist, was ja schon genug Geld kostet, kannst du halt irgendwie einen Bus und dann einen guten Spaziergang zum Basecamp nehmen. Dass das Basecamp allein schon eine krasse Herausforderung ist. Also so eine krasse Herausforderung hätte ich nicht gedacht. Ich wusste schon, dass es jetzt nicht kein Spaziergang ist. Aber der hat in dem Video echt gezeigt, dass es ist jetzt nicht einfach, da führt kein Weg hin, sagen wir es so. Das sah nicht so aus, als ob da einfach ein Weg hinführt. Robalbo, du bist ein Viscora. Hallo Prani. Verox, vielen Dank für 5 Monate. Dankeschön. Mit Zunder muss man kennen. Ich meine, es ist ein Starter. Starter kann man kennen. Aber die Teenager-Versionen vom Starter sind immer die, die nicht so beliebt sind. Wer mag schon Mitsunder? Oder, ich weiß gar nicht, wie die Weiterentwicklung von Robball heißt.
Einfach schade, dass sie da oben so ein Problem mit dem Abfall haben. Ja. Das ist auch bei wo wir waren im September, Mount Fuji. Es ist ja auch krass, wie dieser Berg zerstört wird, weil so abnormal viele Leute auf den Mount Fuji steigen. Und Mount Fuji ist nicht sehr hoch. Das ist der höchste Berg in Japan, aber der ist nicht sehr, sehr hoch. Also wir aus den Alpen, wir lachen da, ne? Aber trotzdem, da steigen super viele Leute hoch und es ist schon nicht einfach, weil es kein Weg, das ist auch wirklich eine Klippen, die du da hochkraxeln musst. Aber das machen anscheinend so viele, dass der Berg langsam kaputt geht. Weswegen sie es jetzt verbieten oder nur eine gewisse Anzahl am Tag hoch dürfen oder sowas. Oder Touris quasi benachteiligt werden und Locals bevorzugt. Ich weiß es nicht. Aber eine coole Sache, die ich gern machen würde beim Mount Fuji, das sah cool aus. Ist so Touri-mäßig, ne? Aber du kannst dir unten einen Stock kaufen und mit dem Stock geht man dann quasi auch, der dich unterstützt, einfach ein normaler Stock. Und der Stock, dann gibt es auf dem Weg hoch zum Mount Fuji, gibt es so Stationen, so irgendwie 10 Stationen. Und bei jeder Station kannst du wieder für Geld natürlich wahrscheinlich dir was in den Stock ritzen lassen von einem, der da sitzt und quasi Schnitzereien macht. Und am Ende, wenn du oben angekommen bist, hast du halt so einen krass geschnitzten, geilen Stock, der halt so japanisch, feudalistisch irgendwie geschnitzt ist. Das ist allgemein voll viel in Japan, was ich gar nicht gemacht habe, als ich da war. Aber bei jedem Museum oder bei jeder Sehenswürdigkeit gibt es so Stempelkasten. Und dann ist zum Beispiel in einem Museum hast du so 10 solche Kästen und du musst in der richtigen Reihenfolge das Museum laufen und dann kannst du am Anfang so ein Stück Papier nehmen und du musst zu jeder Stempelstation und dann jedes Mal so einen Stempel nehmen und funktioniert quasi wie Siebdruck. Und am Ende hast du so ein Motiv, was halt durch verschiedene Schichten an Stempel gemacht wurde. Das gibt's da voll oft anscheinend. Ich habe es kein einziges Mal gemacht, ich habe das irgendwie nicht gesehen. Ein Wanderstock. Ja, ein Stock halt. Nimm nicht an, dass jeder Stock zum Wandern ist. Jeder Stock darf sein, was er will. Machu Picchu würdest du gerne mal hin? Auch cool, ja. Ja, ich verstehe auch nicht, wie Leute es schaffen, auf den Mount Everest zu kommen. Also der Film Everest ist krank gut. Und da sieht man das wirklich, wie... Also erstmal, wie viel Geld es kostet. Ich glaube, ich weiß nicht, die sagen das am Anfang von dem Film. Wie viel Geld du ausgeben musst, um überhaupt die Möglichkeit zu haben. Nicht, dass du es schaffst, weil am Ende schaffst du es nur, wenn du es halt schaffst. Aber wie viel Geld du ausgeben musst, um überhaupt... dort zu sein, um dich einer Gruppe anzuschließen, das Equipment, was du kaufen musst und sowas, da bist du wirklich, ich glaube, die haben so 25.000 oder sowas. Und das war, und dann ging es halt auch bei der Everest-Story, geht es halt auch darum, dass Leute eben auch süchtig danach sind, das mal zu schaffen oder es wieder zu machen, nachdem sie es schon mal geschafft haben. Und die sind halt süchtig nach diesem Ausblick. Ist nicht auch immer, wird nicht immer gesagt, dass viele oben sterben, weil sie nicht gehen, weil sie den Ausblick sehen und dann die Zeit vergessen oder die Zeit vergessen und einfach erfrieren oben. Mit dem schönsten Ausblick der Welt. Und viele von denen sich anscheinend auch in den finanziellen Ruin quasi begeben, weil sie jedes Jahr es wieder machen wollen oder es endlich schaffen wollen, nachdem sie schon dreimal es nicht geschafft haben. Und jedes Mal so Sacken viel Geld ausgeben müssen, um überhaupt es versuchen zu können. Wenn euch das interessiert, schaut euch den Kinofilm Everest an. Der ist wirklich gut. Und erschreckend, wie schwer das ist, da hochzukommen und so. Das ist eine wahre Geschichte. Also die wahre Geschichte von den 8 Leuten, die hoch sind, obwohl Sturmwarnung war.
Ah, das schaffen wir. Wir sind schnell genug wieder unten, bevor der Sturm kommt. Nee. Dass die aber auch nicht lernen, das Wetter ist Chaos. Wir werden jeden Tag daran erinnert, das Wetter ist Chaos. Wie oft schaust du in den Wetterbericht und es stimmt nicht? Weil Wetter Chaos ist. Du kannst Wetter nicht vorhersehen. Du kannst so nah es geht es versuchen. Aber wenn ich auf dem Mond, aber das ist halt dann die Sache, ne? Du hast irgendwie 25.000 ausgegeben und dann heißt es jetzt oder die nächsten 3 Wochen nicht. Weil die sitzen, manchmal sitzen die da echt anscheinend unten in diesem Basecamp und warten einfach auf den perfekten Moment, wo das Wetter gut ist. Und dann sitzen die da unten und warten irgendwie 3 Wochen. Weil es nur am Stürmen ist oder sowas. Und dann auf einmal kommt halt so, okay, wir haben jetzt gutes Wetter, aber das könnte sich bald wieder ändern. Wollen wir es jetzt probieren? Die 2 Tage da hochkraxeln? Und dann ist halt so, ja, yeah, fuck, ich habe 25.000 ausgegeben. Ich muss da hoch. Und dann machen sie es. Und dann auf einmal Chaos, das Wetter ändert sich. Prani, du bist ein shiny Mehike. Der Film kommt dir bekannt vor. Heißt einfach Everest. Hat auch Thanos spielt mit und Jake Gyllenhaal spielt mit und viele bekannte Gesichter spielen mit. Und ich glaube, ich habe den im Flieger gesehen. Der ist wirklich gut. Und am Ende siehst du auch die echten Menschen, von denen das, also es ist so wie Schneelandschaft, was ich ja auch letztens angeguckt habe. Schneelandschaft ist über die in den 70ern, die Leute, die in den Anden gestrandet sind und dann Kannibalismus machen mussten, um zu überleben, weil sie da irgendwie 80, 70 Tage überleben mussten, weil sie keiner gesucht hat. Flugzeugabsturz und Everest ist nach den 8 Leuten oder so die Verfilmung davon, wie 8 Leute da oben gestorben sind, weil sie das Wetter unterschätzt haben. Halt. Ich darf nicht hinsetzen. So viel Kalorien verbraucht durch Stehen. Ja, Everest ist, keine Ahnung, 2014 Film oder so. Flattiamo für Dexter. Die Liebes. Batman der Liebe. Everest ist noch früher? Nee, nicht 2014. Nein. Dieser Film ist ein CGI-Spektakel. Der kann nicht von 2004 sein. Everest Movie. 2015. Guck, wie gut ich war mit 2014. 2015 Everest. War der nicht mit Heath Ledger? Der 2015 Everest nicht. Nee, da war kein Heath Ledger. Gehst von dem ersten aus. Der erste Everest-Film. Der ist aber bestimmt nicht so gut. Ich habe die erste Verfilmung damals in der Schule gesehen. Die habe ich nicht gesehen, aber ich glaube jetzt vor allem mit... Also der sieht halt sackenrealistisch aus, weil das CGI so unglaublich gut ist. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich oben waren. Ich habe auch die erste Verfilmung von dem Flugzeugabsturz. Ja, deshalb, als ich davon erzählt habe, hast du gesagt, ach, die, was habt ihr in der Schule alles angeschaut für krasse Sachen? Ich meine, es ist schon ein Teil der Geschichte irgendwie, wenn Leute, oder genauso wie diese, wo war das, in Brasilien? Diese Fußballmannschaft, die in der Höhle eingeschwemmt war und dann über Tage hinweg rausgeholt haben. Da gibt es auch einen Film, der krass ist. Wie heißt der Film? 17? 11? Es waren irgendwie eine Fußballmannschaft, 11 Leute mit der Bank, 15, 16, 17, 20, keine Ahnung.
Das sind halt so, aber ist das jetzt etwas, was man in der Schule lernt, frage ich mich. Oder habt ihr das in der Religion angeschaut? Das ist ein typischer Religionsfilm. So, ich habe keinen Bock, euch was beizubringen, aber schauen wir uns einen Film an, der wenigstens irgendwie für die Menschheit eine Rolle spielt. Deine Sachkundelehrerin, HSK. Haus- und Sachkunde. HSK hatte ich aber nur in der 1. bis 4. Klasse. Hattet ihr das auch später noch, HSK? Oder ist das Ethik? Nee, Ethik heißt überall Ethik, oder? Du wirst später auch Shiny Hunten in Schwert. Aber was für ein Pokémon. Welt-Umweltkunde. Also Wirtschaft. Was? Was für ein Fach ist das? Ethik ist ja das Gegenteil zur Religion, was angeboten wird. Das ist schon geil. Das Gegenteil. So, ja. Ich würde es erst als Ersatz sehen. Aber Gegenteil ist auch gut. Gemeinschaftslehre. Hä, ich hatte, aber was, hä, ich hatte sowas nicht. Reden wir von, keine Ahnung, Gymi, Realschule, Hauptschule. Also, wir reden nicht von Grundschule, weil da hatte ich HSK eine Grundschule. Ja, Haus- und Sachkunde, da lernt man sowas wie, keine Ahnung, was lernt man da? Wie viel Bewohner Deutschland hat. Das heißt überall anders. Ja, aber ich habe auch nichts, was, ich habe kein Fach, was das ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Was ist, was für ein Fach soll das bei mir gewesen sein? Meine Fächer auf dem Gymi waren, keine Ahnung, Mathe, Deutsch, Englisch, Chemie, Biologie, Geschichte. Wir hatten 2 Jahre lang Politik, Wirtschaft. Aber Politik hieß nicht Politik. Politik hieß Sozialkunde, glaube ich. Ist das dann sowas? Aber in Sozialkunde haben wir wirklich... War das Sozialkunde? Ich glaube, es hieß nicht Politik. Das Fach hieß, glaube ich, nicht Politik. Das wäre komisch. Ich glaube, es hieß Sozialkunde. Aber wir haben in Sozialkunde wirklich Politik gelernt. Also, wie es funktioniert. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich glaube, es war wirklich nur so ein Jahr. Gesellschaftslehre? Das war POVI, Politik und Wirtschaft. Nee, bei uns war das getrennt. Sozialkunde? Okay. Aber wir haben in Sozialkunde echt nur Politik gelernt. Wir haben da nicht irgendwie gelernt, was in einer Fußballmannschaft in den Anden passiert ist. Es war wirklich so, okay, der Bundestag besteht aus so vielen Sitzen und so wird das gemacht und der wird gewählt und in Amerika ist es übrigens so und ich weiß aber nichts mehr davon. Ich habe das Fach gehasst. Ich habe Wirtschaft und Politik gehasst und Chemie. Das waren die ersten 3 Fächer, die ich sofort abgewählt habe. Religion sollte sowieso in der Schule nicht beigebracht werden. Jeder sollte einfach Ethik haben. Es ist so seltsam, dass... Hier, man soll nicht über Religion reden im Stream, ne? Aber es ist so seltsam, dass Schulen einem Religion beibringen, wenn die Verfassung sagt, dass Religion und Staat getrennt werden müssen. Das ist eigentlich verfassungswidrig. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du Religion in der Schule beibringst, wenn die Verfassung sagt, dass Staat und Religion getrennt werden müssen. Jeder sollte einfach, ich meine, klar, in Religion haben wir auch gelernt, eben anhand der Bibel, wie man ethisch ist, also was Ethik ist, also wie man ein guter Mensch ist und sowas, aber halt anhand von irgendwelchen alten Schriften, die erfunden wurden. Und im Endeffekt in Ethik lernst du halt das auch, nur anhand von Logik, was die Bibel ethisch ansieht, genau. Also ich habe natürlich gelernt, dass wenn du mit einem Mann im Bett liegst, dann sollst du den Schniedel verlieren. Nein, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Mein Sohn hat 2x Religion in der Woche und nur 1x Musik. Ich würde es hier umdrehen. Ja, wir hatten auch 2x Religion in der Woche. Bis hin zur 11. Klasse. Vielleicht sogar in der Oberstufe.
glaube, bis in die Oberstufe. Ja, doch, ich hatte bis zur 13. Klasse hatte ich Religion. Hatte ich in der Grundschule Religion? Ja, bestimmt. Ja, 100 pro. Ich hatte bis von der 1. bis zur 13. Klasse Religion jede Woche. Und es war oft das Fach, was einfach, ne, scheiß drauf. Das ist ironischerweise, den besten Religionslehrer, den ich hatte, den wir hatten, war tatsächlich der Pastor, wie sagt man das, von der Kirche nebenan. Der sich irgendwie für 2 Jahre gedacht hat, ich will an diesem Gymnasium Religion unterrichten. Und das war wirklich der coolste von allen. Alle anderen waren so, ja, wir reden jetzt über den Psalm oder das und dann analysieren wir das und interpretieren das, bla bla bla. Wir schauen Matrix an, wir schauen Der Prinz von Ägypten an und so. Aber der war tatsächlich, was der gelabert hat, war interessant. Es war halt Theologie, was man ja wirklich studieren kann. Das war halt interessant, halt wirklich faktisch gesehen, was Religion ist, basierend auf Schriften und sowas. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Aber das war, weiß ich noch, das war der beste Religionslehrer, ironischerweise. Tatsächlich einer, der es halt lebt. Der lebt das Fach. Ja, ich verstehe es nicht. Soll einfach, jede Schule in Deutschland soll einfach Ethik unterrichten. Warum muss es denn Religion sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn die Leute Religion lernen wollen, dann gehen sie in die Kirche. Oder die Eltern. Bam, bam, bam. Habt ihr wieder was gelernt? Beziehungsweise, wie ich die Welt sehe. Das Schlimmste ist, wenn du zu Musik und Kunst gezwungen wirst, obwohl du zu keinem davon eine Affinität hast, verschwendete Zeit. Finde ich interessantes Thema, schwieriges Thema. Also du kannst allgemein das Thema natürlich sagen, dass Schulen viel zu allgemein unterrichten. Aber wie willst du es sonst machen? Und deswegen gibt es ja Schulen mit verschiedenen Orientierungen. Ich war auf einem musischen Gymnasium, das heißt, Kunst und Musik wurde mehr gefördert als Sport zum Beispiel oder Mathematik, Wissenschaften. Andere gehen auf ein wissenschaftliches Gymnasium, wo Kunst sehr wenig unterrichtet wird und vielleicht gar keine Musik sogar. Und dafür hast du doppelt so viele Stunden Physik und Mathematik. Deswegen gibt es ja diese Orientierungen. Ich bin der Meinung, dass selbst wenn du kein kreativer Mensch bist, schadet es nicht, über Kunst zu lernen. Ich würde sagen, es ist wie Sport. Wenn du jetzt auf ein musisches Gymnasium gehst, so wie ich, dann ist es was anderes, weil dann hast du es dir ausgesucht, dass du auf ein musisches Gymnasium gehst und wirst auch beurteilt nach deiner Kreativität. Natürlich muss trotzdem ein Lehrer irgendwie entscheiden, hey, weil Talent sollte nicht in eine Note reinzählen. Es ist immer, wie gut bist du, wie hast du dich verbessert, wie gut bist du als Student, wie gut bist du als Schüler. Wie bei Sport halt. Bei uns war immer auch irgendwelche unsportlichen, eher dicken Menschen haben trotzdem ihre 3 und ihre 2 gekriegt in Sport, solange du dich halt angestrengt hast, solange du halt alles probiert hast. Wenn du da gestanden hast und gesagt hast, nee, mach ich nicht, weil schaffe ich eh nicht, dann was soll der Lehrer dir geben? Außer eine 4 oder 5 sogar. Aber wenn du da stehst und sagst, nee, ich probiere mich da hochzuziehen, ich schaff's nicht, weil ich kann's nicht und ich wieg zu viel, aber du hast es probiert, dann kriegst du die 1. Die 1 vielleicht nicht, aber die 3 oder vielleicht sogar eine 2. Und so ist das, glaube ich, würde ich das bei Kunst auch sehen. Wenn du drin sitzt und über Kunst lernst und halt, dann wird gesagt, zeichne dieses Stillleben ab und der Lehrer merkt, du hast es probiert, dann gibt es halt die 2 oder 3. Aber du hast recht, du kannst jemanden nicht zu Sport zwingen, du kannst jemanden nicht zu Religion zwingen und du kannst jemanden nicht zu Kunst zwingen. Aber trotzdem der Elan kann halt bemessen werden. Aber ich bin der Meinung schon, dass jede Schule Kunstunterricht haben sollte. Weil Kunst, finde ich, den Mind, das Gehirn, den Leos Mind, das Gehirn besser macht. Was auch genug Studien wahrscheinlich zeigen, dass kreative Leute friedlichere Menschen sind oder keine Ahnung, bessere Menschen sind.
Sportlehrer vergeben nie eine Eins. Ich habe oft Einsen gekriegt in Sport. Und ich war nicht sportlich. Aber ich würde, ja eben, also, aber ich würde halt auch argumentieren, dass wenn du sagst, Englisch ist halt Pflicht, Englisch ist halt wichtig, ja, ich glaube, das ist ein Fakt, dass man Englisch haben muss. Ich zum Beispiel habe erst Englisch in der siebten bekommen, weil ich Latein gelernt habe. Latein ab der fünften, Englisch ab der siebten, was einfach gehirngestört ist. Was zum Teufel? Und es gibt immer noch so Schulen, die das so machen. Da denkst du dir, was? Du willst mir sagen, Latein ist wichtiger als Englisch? Aber gut. Also ja, aber ich würde behaupten, dass Kunst auch ich würde sagen allgemein Kunstlehre. Das heißt nicht, dass du jetzt Musik schreiben können musst. Das heißt nicht, dass du perfekt ein Stillleben abzeichnen können musst. Aber du solltest über Kunsthistorie, Kunsttechniken, wie wurde dieses Brandgemälde fabriziert, in welchem Jahr und warum und was drückt das aus? Einfach die kreative Seite deines Gehirns trainieren, ist, glaube ich, nicht genauso wichtig, wie vielleicht jetzt Englisch zu können oder das Einmaleins. Es gehört, glaube ich, dazu, um als Mensch gut aufzuwachsen. Ich glaube, darum geht es in der Schule. Wir lernen Sachen, die wir zwar nie wieder brauchen, aber der Prozess des Lernens von diesen Sachen macht uns zu dem Menschen, der man dann ist. Das brauche ich eine E-Funktion. Aber der Prozess des Lernens von der E-Funktion hat mir Sachen beigebracht, die ich woanders anwenden kann. Wirklich wichtig finde ich es nicht. Ja, das verstehe ich. Genauso wie man sagt, ich brauche die E-Funktion nicht. Warum soll ich die E-Funktion lernen? Werde ich nie wieder brauchen. Oder warum soll ich lernen, wie die Mitochondrien funktionieren und sowas. Aber im Endeffekt macht dieses nicht das Wissen unbedingt, sondern der Umstand darum, um all das, das zu lernen, über Natur zu wissen, über Kunst zu wissen, über Mathe zu wissen, über Biologie zu wissen, macht dich besser. Ich habe es nicht mal in der Uni gebraucht, ich habe Mathe studiert. Das ist so traurig, ne? Also das Schulsystem ist definitiv nicht perfekt, nicht mal gut, würde ich sagen. Aber ich finde, viele Bereiche gehen viel zu speziell. Also es ist richtig, dass man mathematische Sachen lernt, wie wirklich detailliert, auch Stochastik und sowas, Statistik natürlich. Aber weil ich da und E-Funktion sage, da irgendwann hört es da auf. Wenn du irgendeine Tangente berechnen musst mit E-Funktion und E-, ich habe Kolloquium in der E-Funktion geschrieben und 5 Punkte gekriegt. Also ich war schrecklich. Ich habe Mathe gemocht, weil es logisch war für mich, aber ich war trotzdem nicht gut. Aber ich habe es wenigstens gemocht. Also es ging halt, viele Sachen gehen viel zu viel ins Detail, wo man sich denkt, dieses Detail hätten wir uns sparen können und dafür hätte ich lieber ein halbes Jahr lang gelernt, wie man Steuererklärungen schreibt. Also da muss irgendwie das Schulsystem, finde ich, neu aufgestellt werden. Aber an sich, dass man alles vom Grundstock her lernt, finde ich gut. Und da ist wirklich alles dabei. Und da gehört auch Kunst und Musik dazu. Ich finde es wichtiger, dass man weiß, nicht, dass ich das alles weiß, ne? Also ich habe das auch alles vergessen, aber ich finde es wichtiger zu wissen, wer Dalí ist und warum Dalí so gezeichnet hat und warum das so aussieht und dass man mal so ein Gemälde gesehen hat, finde ich wichtiger, als eine E-Funktion zu können. Chemie. Weil das eine ist einfach etwas, was du wirklich nie wieder brauchst und das andere ist Kulturgut der Welt. Was wirklich als geschichtliches Kulturgut der Welt bezeichnet wird und darüber könnte man Bescheid wissen. Zumindest, dass es existiert. Zumindest verstehen, warum solche Sachen existieren. Allgemeinbildung? Ja.
Es sollte einfach eine Schule, sollte dir Allgemeinbildung beibringen, auch detailliert. Und dann die anderen Sachen, wie E-Funktionen, Mann, scheiß E-Funktionen oder allgemein Funktionen. Das kannst du dann studieren, wenn du willst. Aber warum muss ich das lernen? Warum muss ich deswegen durchfallen und schreckliche Zeit haben? Mathe im Studium ist aber auch keine Schulmathematik. Das hat schon mal jemand gesagt, als wir darüber geredet haben. Sport ist halt schwierig, weil Leistungsniveau natürlich wichtig ist, aber auch die Entwicklung kann ja bewertet werden. Genau, aber viele ältere Kollegen gehen nach blanker Leistung und nicht nach anderen Faktoren wie Motivation. Das ist halt kacke dann, dann bist du halt ein schlechter Lehrer, finde ich. Ich hatte da, also im Sport hatte ich echt immer, also wir hatten auch Choleriker und blöde Lehrer, aber was die Noten anbelangt, fand ich das immer, was ich mitgekriegt habe, fair. Wir hatten ein paar Leute, ich habe Sport gehasst, aber ich unsportlich war. Ich war jetzt, ich habe trotzdem viel hingekriegt, aber ich habe einfach, also ich war der, der vor dem Ball weggelaufen ist, wenn man Fußball gespielt hat. Ich finde es halt, ich fand es Bullshit, dass du in Sport die ganze Zeit Fußball spielst. Das ist doch wirklich so, das ist so wie wenn du in Religion Matrix anschaust. Ja, der Lehrer weiß nicht, was er tun soll. Lass die Jungs einfach Fußball spielen. Und denkst du so, ich meine, das wurde, glaube ich, nie benotet. Am Ende gab es dann Leistungskurs Sport oder Grundkurs Sport und da hat man dann wirklich ein Vierteljahr Fußball, Vierteljahr Tischtennis. Ich habe nie Fußball gehabt, ich weiß gar nicht, was ich hatte. Also ich hatte Tischtennis, Schwimmen. Vielleicht war das doppelt. Schwimmen, Schwimmen, Tischtennis, Tischtennis. Ich hatte Tischtennis und Schwimmen. Und dann vielleicht Leichtathletik. Was ja eigentlich cool ist. Sackenschwer, aber halt wenigstens cool. Da kann man auch sagen, okay, das ist Sport. Wir spielen nicht einfach nur Fußball, sondern wir lernen über Abläufe von Leichtathletik und wie man, keine Ahnung, da oben an der Barre sich hält oder sowas. Ah nee, ich hatte immer Lehrer, die jetzt auch unserem, sag ich mal, korpulenteren Menschen, die wirklich nichts hingekriegt haben, trotzdem Dreier gegeben haben, weil sie es probiert haben. Und dann gab es die, die einfach aus Prinzip gesagt haben, nö, mach ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Die haben halt eine 6 gekriegt, aber ist ja auch irgendwie logisch. So habe ich mich halt in Geschichte aufgeführt. Nö, kann ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Okay, 6. Und du bist ein dummer Lehrer, also erst recht, mach ich's nicht. Wir haben in der Oberstufe fast alle gängigen Sportarten gemacht, plus Theorie. Ja, wir hatten auch Theorieteil, wo man dann so... Aber hauptsächlich, wir hatten der Theorieteil, den wir hatten, also es war Grundkurs, es war nicht Leistungskurs, wir hatten keinen Leistungskurs. War halt ein musisches Gymnasium. Wir haben nur über Körper gelernt, so wie nennt man den Muskel, wie nennt man die Sehne, was macht das und wie, was musst du da benutzen, so, das haben wir gelernt. Beziehungsweise dann im... Leistung ist im Grundkurs Tischtennis haben wir über die verschiedenen Tischtennis-Arten geredet. Also wie nennt man das Schupfen? Wie nennt man das Trallern? Keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Erweiterungskurs. Wir haben in Kunst halt nur mit Wasserfarben gemalt, nie was anderes gemacht. Ich war halt auf dem musischen Gymnasium. Wir haben halt schon viel gemacht. Ich habe auch im Studium Kunstgeschichte gehabt. Hab alles vergessen natürlich. Aber manchmal, wenn ich letztens war, als ich in München war, bin ich durch die Pinakothek gelaufen und ich habe mich mal bei ein paar Sachen habe ich mich dran erinnert, so wer das war, was es ist, wie ich da mit meiner Lehrerin davor stand und sie uns das erzählt hat. Was bei Dalí zum Beispiel immer einen fasziniert ist, wie klein die Bilder sind. Wenn du so ein Dalí-Bild siehst, jeder kennt die zerflossenen Uhren und sowas, du siehst das irgendwie auf Google und denkst dir, wow, das ist bestimmt so ein 5x10 Meter Bild. Die Dinger sind nicht mal einen Meter groß. Die Dinger sind einfach so groß wie mein Bildschirm vor mir, so 30 Zoll vielleicht. Und dann stehst du vor so einem Dalí-Bild und es ist einfach nur 30 Zoll und du gehst da ran, der mit der Nasenspitze dran und siehst das krankeste Detail, wie dieser Mensch auf Drogen diese krassen Bilder gemalt hat. Was einfach aussieht, als ob das aus einem digitalen Printer ausgedruckt ist. Das ist krank.
Das habe ich letztens wieder gesehen, als ich in München war. Bam, 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 bam. Ich spiele prinzipiell kein Fußball mit meinen Schülern. Sehr gut. Ich habe es geliebt, wenn wir Basketball gespielt haben. Ich habe es vor allem geliebt, wenn wir Hockey gespielt haben. Also quasi Hallenhockey, das habe ich geliebt. Hockey hat Spaß gemacht. Ich habe Brennball geliebt oder ich glaube Brennball, ja. Sport war immer okay. Ich habe das Gefühl, ich erinnere mich irgendwie, dass ich immer zu Sport zu spät kam. Aber nie Ärger dafür gekriegt habe. Irgendwie war das immer so blöd gelegt. Ich kam irgendwie immer zu spät, glaube ich. Mit anderen zusammen. Hallo, Mintstern. Wir waren mit dem Spanischkurs damals im Dalí-Museum. Das war echt cool. In Spanien selber. Das ist bestimmt cool. Also die Pinakothek der Moderne, hat ein Dalí-Bild. Was man jetzt auch nicht unbedingt kennt. Also es ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die bekanntesten, aber... Ja, Chor, wie du das sagst, klingt das alles, als wärst du ein echt cooler Sportlehrer. Aber bei uns war oft einfach nur, hey, wir spielen jetzt Fußball. Und dann alle Jungs so, yay! Und ich so, oh. Wieder anderthalb Stunden vorm Ball weglaufen. Den Leo tun wir ins Tor, weil der kann nicht schießen. Ich so, Leute, ich werde mich vor dem Ball ducken. Er ist okay. Wir lassen es gar nicht erst zu, dass drauf geschossen wird. Mhm, boom, fliegt der Ball mir ins Gesicht. Kein, wie heißt nicht Schüsse, wo man so krass schießt? Kein Drehschuss? Nein. Keine Ahnung, manche hatten es ja wirklich drauf, einfach den Ball mit 100 km/h zu schießen. Vollspann, ja. Bei Hockey war es immer, du darfst den Hockeyschläger nicht über die Hüfte tun. Und dann kam der erste natürlich voll ausgeholt. Bam. In den Kiefer. Und dann gab es ja die wirklich Schleuderwurf. Ich dachte an Schleuderwurf. Quasi das Äquivalent von Schleuderwurf beim Fußball. Heißt es Vollspann? Also es gab halt wirklich Leute, die waren halt Maschinen. Schon mit 15. Wenn die einen Ball gekriegt haben und Zeit genug hatten, dann ist dieser Ball einfach wie bei Kickers einfach so in der Wand noch stecken geblieben und so im Zement hat er sich gedreht, der Ball, so ungefähr. Du hast so, als er auf einen zugelaufen ist, hast du so den Horizont gesehen, wie er sich gebogen hat. So war das bei manchen. Geräteturnen, weil ich teilweise einfach Angst hatte. Das war mein absoluter Horror. Mein Lehrer hat dann für uns die Panik, hat eine eigene Station gebaut, wo wir einfach austesten konnten, was geht. Und die anderen, die da weniger Probleme hatten, waren für sich. Ich habe schreckliche Schmerzenserinnerungen bei diesen Geräteturnsachen, so Leichtathletik-Sachen. Ich habe nie verstanden, wie das, vielleicht kann Chor das sagen oder hat Erfahrung damit gemacht. Irgendwann waren wir Männlein und Weiblein zusammen, ab der Oberstufe, glaube ich. Und eine von diesen Übungen an der Stange war ja, dass du dich quasi auf die Stange hochschwingst und dann da quasi einfach einmal rumgehst, 360 Grad, und dann wieder stehst. Also einfach so von unten hoch über die Stange hoch, rüber und wieder runter. Einfach einmal, huit, boom. Oder vielleicht dann so hochstemmen und auf dem Stab einmal oben so hochgestemmt, wieder runter. Aufschwung, Aufschwung und Umschwung, genau. Die Mädels, immer alle, kein Problem. Einfach, huiu, boom, huiu, boom. Wir Jungs standen wirklich da. Und ich glaube, ich war der Erste,
der es machen musste. Also logisch kein Problem. Es ist ja nicht so schwer. Du schwingst dich da einfach hoch. Ich war schon immer groß, aber das ist eh großes eher Vorteil. Warte, ich brauche Paint. Ich weiß nicht, wie ich es painte, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll. Vor allem für die Frauen im Publikum. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber Frauen werden das nie verstehen. Den Schmerz nicht. Oh, wir kriegen Kinder. Ja, trotzdem. Den Schmerz nicht und den, die, wie das funktioniert. Du hast hier eine fette Stange, ne? Und jetzt sollst du dich quasi einmal, du stehst hier. Die Stange ist ein bisschen groß jetzt, ne? Oh, ihr wisst. Stange, du stehst hier. Und du musst jetzt mit deinen Beinen einmal huip, die da hoch. Und dann liegst du quasi wie so ein Brett auf diesem Stab drauf. Und dann kannst du wieder runter und stehst einfach wieder da. Aber hier ist dein Kopf. Dann am Ende. Aber du schwingst dich quasi zuerst. Kopf ist hier. Und du schwingst dich quasi mit deinen Beinen da hoch. Sodass du dann einmal rumgehst. Und dann wirklich so bist. Und dann am Ende wieder stehst. Hep. So. So, Männer haben ein Problem bei dieser Sache. Und unser Sportlehrer, auch ein Mann, hat es uns immer vorgemacht, kein Problem. Und wir dachten uns so, okay, vielleicht hast du die nicht. Aber auf jeden Fall, Männer haben zwei Probleme. Und die sind ungefähr hier. Das andere Ding ist nicht so wichtig. Aber wir haben zwei Probleme hier. Und wenn du jetzt hier die Stange hast, ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Seitenansicht, okay? Das ist der Stab von der Seite. Der geht quasi hier hoch. Das ist der Stab von der Seite. Und wir müssen uns jetzt hier einmal so rumschwingen. Das Problem ist, wenn du davon keine Ahnung hast. Der optimale Weg ist, du schwingst dich hoch, wahrscheinlich, und landest mit dem Bauch einfach hier drauf. Und kommst dann hier runter. Aber normalerweise, weil du halt es nicht kannst, nimmt dich auch der Lehrer an den Füßen. Warte, ich habe hier ein Ding. JP, du bist ein Flumping-Jung, es tut mir leid. Flumping-Jung. Ja, der Lehrer nimmt dich an den Füßen. Das heißt, am Ende hast du deine Füße hier. Das sind sehr verbogene Füße. Du hast deine Füße hier und der packt deine Füße und zieht dich jetzt quasi so um den Stock rum. Das heißt, was passiert ist, dass du hast hier deine Füße, dann hier fängt es an, dass deine zwei Freunde kommen. Und die werden quasi mit voller Wucht hier dagegen gedrückt. Also du landest nicht hier, wo dein Bauch ist, sondern du wirst in die Stange reingedrückt. Aber ich habe es noch falsch gemalt. Du wirst in die Stange reingedrückt und hast hier deine beiden Freunde und wirst hier volle Kanne reingedrückt. Und dann hat der Schmerz bereits begonnen. Der Schmerz hat bereits begonnen, weil du voll gegen die Eier gedrückt wirst. Und dann beginnt der schmerzhaftere Teil, wo du dann in die Drehung gehst. Und nicht nur werden sie gedrückt, sondern auch komplett getwistet. Und ich war der Erste und ich werde dagegen quasi vom Sportlehrer auch so geholfen und da hochgehievt. Und natürlich volle Kanne hier die Beine und hier die beiden Freunde und komplett in die Drehung rein. Und ich hänge wirklich an diesem Ding, der Sportlehrer dreht mich und ich schreie los. Und alle Männer hier verstehen das, den Schmerz. Ich glaube, so stark hat es noch nie da unten wehgetan. Und jeder von uns wurde schon mal mit einem Ball da unten getroffen oder sowas. Aber das tat so weh, dass ich wirklich laut geschrien habe. Nach mir alle anderen Jungs so: Leo, warum hast du so geschrien? Das war ja schrecklich. Ich so: Leute, also gekniet. Der Sportlehrer checkt immer noch nicht, warum das so weh getan haben soll. Sportlehrer macht es nochmal nach, kein Problem. Hui! Fehlanalyse, du hast die Arme nicht durchgestreckt. Fehlanalyse ist, dass der Sportlehrer dich packt und einfach in diese Stange reindrückt. Du kannst nichts dagegen machen. Und richtig macht man es halt, indem man sich hochschwingt und natürlich da drüber landet, sodass die hier sind. Du landest da drüber. Und dann kannst du dich einfach drehen, weil du einfach auf der Hüfte hier dich drehst und die sind da drunter. Aber wenn du halt den Schwung nicht hast und du drückst dich einfach da rein,
kannst du machen, was du willst. Das wird schmerzhaft sein. Und ich weiß halt einfach noch, wie ich da wirklich so gekniet bin und Leute, Leute, es wird schrecklich für euch, es wird schrecklich für euch. Und danach war Paul dran. Es war so geil. Paul ist dran, exakt das gleiche passiert. Und ich stehe einfach, ich muss euch meine Perspektive zeigen. Ich stehe hier, mein Kopf, drei Haare, die ich noch hatte. Hier ist die Stange. So. Sportlehrer steht wieder hier, keine Ahnung. Hilft dem Paul. Paul wird auch komplett geholfen. Ich merke schon, oh, es sieht genauso aus wie bei mir. Ich höre den Schrei. Paul, hier komplett hochgestemmt. Nachdem er es geschafft hat, nachdem er rumgehieft wurde und geschrien hat. Und sein Gesicht werde ich nie vergessen. Aber es war ohne Es war wirklich so einfach. Es war einfach das größte Schreigesicht, was ich jemals gesehen habe. Wie der da hängt. Und ich war nur so, ja, er weiß, was mir gerade passiert ist. Sein Gesicht sah so geil. Es war wirklich ein schmerzverzogenes Gesicht, knallrot. Ah! Und ich werde es nie vergessen, das war schrecklich. Und das einfach nur, weil zu wenig Schwung, Lehrer drückt einen rein und du wirst, es ist unmöglich. Du wirst einfach danach, sind sie weg. Komplett zerdreht. Und alle Mädels so, hui, 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 drehen sich ohne Ende und die Jungs einfach, nein, nie wieder, mache ich nicht. Nein, Lehrer macht's nochmal vor. Ja, schön. Sie schaffen's, ihre Coronis darüber zu kriegen. Wir nicht. Wir schaffen's nicht. Wir müssen uns reindrehen. Es war schrecklich. Aber es sorgt auch dafür, dass ich euch das jetzt erzählen konnte. Über einen der schrecklichsten Schmerzen. Exakt, nur schmerzhafter. Die Nusskracker-Übung. Der Sportlehrer gab Hilfestellung, aber du hattest die Arme nicht gestreckt. Aber ich finde, wenn dann du als Sportlehrer, weißt du ja, sollst du ja wissen, dass das passieren kann. Also du drehst dich ja wirklich an der Hüfte um 360 Grad. Und da in der Nähe sind zwei sehr verletzliche Sachen und du bist auch ein männlicher Sportlehrer, dann weißt du, okay, ich habe das schon so oft mit Leuten gemacht, mit so vielen Schülern, irgendwie jeder Dritte schreit wie am Spieß. Woran könnte das liegen? Und dann sage ich halt den Schülern davor, hey, passt auf, dass wenn ihr eure Eier nicht über den Stock kriegt, dann brecht ab. Aber wenn ihr sie drüber kriegt, let's go, einmal 360 Grad. Und nicht dann einfach so machen, aua, komm, wir machen die 360 Grad noch fertig. Oh Gott. Ich hätte so gerne eine Stange und würde es jetzt irgendwie zeigen, dass ich das erklären kann. Ich hoffe, meine Zeichnung konnte das zeigen. Erinnert mich an die Olympischen Spiele beim Hochsprung. Ja, es war so geil. Dieser Mann. Komplett verloren. Ich weiß nicht, hat er noch ein Treppchen gekriegt? War der hoch genug schon oder so? Aber er hat auf so vielen Ebenen gewonnen. Wir machen gerade Kugelstoß und einer hat die Kugel voll ins Gesicht bekommen. Der stand aber dann ganz woanders. Entweder der eine hat ganz woanders hingeworfen oder der andere stand ganz woanders. Ich lade dich gerne in die Sporthalle ein und helfe bei der Traumaverarbeitung. So, ich habe nicht das Bedürfnis, da in dem was Hochdreher da gut drin zu werden. Heute wüsste ich, danach wusste ich, hey, okay. Ich breche sofort ab, wenn meine Eier es nicht rüber geschafft haben. Aber ich fand es einfach so geil wie Paul einfach danach. Ich wünschte, ich würde ihn mal treffen und ihn fragen, ob er das noch weiß. Das ist so ein Ding, was immer nur ich mich dran erinnere. Wenn ich das anderen erzähle, die wissen es alles immer nicht mehr. Aber ich denke mir, so einen Schmerz vergisst man doch nicht. Der Junge ist in die Flugbahn der Kugel gelaufen. Wie langsam ist die Kugel geflogen? Meine Erklärung war super. Gut. Das Problem ist nicht Schwung. Beim Umschwung musst du halt nach hinten schwingen und dann dich halt bei der Stange nach hinten fallen lassen.
Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich muss Spannung haben, damit ich gar nicht, dass selbst wenn meine Eier da sind, ist es nicht schmerzhaft, weil ich mit voller durchgedrückter Spannung quasi dafür sorge, dass es einfach nur, es ist der Drehpunkt, aber es ist nicht der Reibungspunkt. Wenn es der Reibungspunkt ist, dann ist es falsch. Es ist schön, aber das weiß man doch nicht, vor allem wenn der Lehrer einen reindrückt. Er hat mich ja wirklich reingedrückt. Du drehst dich am Oberschenkel. Ah ja, schau, aber es war wirklich so, dass ich da hoch und dann nimmt er einen am Arsch, am Rücken und drückt einen wirklich in die Stange rein. Also der hat wirklich meine Eier in die Stange reingedrückt und dann gedreht. Vielleicht hat er auch Spaß dran gehabt, keine Ahnung. Vielleicht wusste er, was passiert. Nee, ich mochte den Sportlehrer. Das war so ein Franke. Ganz alter, locker 65, lebt wahrscheinlich gar nicht mehr. So ein richtiger Alter, immer so, Leute, heute gibt es eine Extemporale. War Mathe und Sport. Mathe und Sport war so das Häufigste irgendwie. Leute, heute gibt es eine Extemporale. Aber ich muss sagen, ne? Das letztes Mal war nichts, deswegen wiederholen wir die nochmal. Komm, jetzt machen wir einen Umschwung. Leopold, kommst her. Rein in die Eier. So ist ja cool, stoßen mochte ich aber. Macht ja auch Weitwurf. Chor, was ist das Weiteste, was man Schüler geworfen hat? Also wirklich diese kleinen roten Bälle. Aber ich weiß noch, wir haben dann Weitwurf draußen gemacht irgendwann. Und dann hat wirklich einer von uns, der Tobias war so ein Viech, der hat dieses Ding wirklich auf das Schulgebäude geschmissen. Und es war 5 Stöcke hoch. Und bei den Bundesjugendspielen konnte es dann richtig gemessen werden, wie weit der wirft. Und wir waren da 16. Ich bin in der Oberstufe, ich unterrichte sowas nicht. Achso, es hat die ganze Zeit. In meiner Schule ist jeder Sportlehrer auch Erdkundelehrer. Ich dachte, du unterrichtest, es hat die ganze Zeit so geklungen. Der hat dann wirklich auf den Bundesjugendspielen, wo dann so Platz ist, weil es wirklich einfach ein Feld ist, hat er einfach 70 Meter geworfen. Was bestimmt als erwachsener Mann, wenn du weit wirfst, ich weiß nicht, was Weltrekord ist im Weitwurf, aber was bestimmt jetzt, aber mit 16 einfach wirft einfach das, die mussten so weit laufen, um das zu messen. Was irgendwie 70 Meter und ich werfe da immer so meine 30 und irgendwie, wie? Vor allem, das sieht so leicht aus. Er stellt sich einfach hin, schuf, und der Ball fliegt. Dann gab es die Leute, die Minus geworfen haben. Das war aber nicht ich. Aber ich war überall, ich habe nie eine Siegerurkunde gekriegt. Ich glaube, ich habe mal eine Siegerurkunde gekriegt. Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe, aber sonst war es immer per Default Teilnehmerurkunde. Stolz. Hallo Phil. Wir haben Nick Brett an der Reihe. Durchschnittsalter der Zuschauer seht ihr about to die. Ist aber auch so Das kenne gewollt. ich. Die sollen noch mal was Cooles erleben, bevor es denn zu Ende geht. So, die Ausgangslage ist super knifflig, aber mit Nick Brett haben wir eine der wenigen Menschen, die das Spiel Elden Ring beendet haben, ohne einen Schaden zu nehmen. Das ist sehr beachtlich. Privat ist der Twitch-Moderator von Montana Black, hat sich heute noch sein Lieblingsgetränk geholt, den Gönnergy Raspberry Fucking Cheesecake am Nachhimmel. Was für ein crazy Shot und er jubelt nicht mal. Ihr seht die Opis und Omis komplett eskalieren, können immer noch nicht fassen, was sie gerade gesehen haben, falls sie noch sehen können. Aber Nick Brett mit einem absoluten Brett. So Wie einfach eine Ass Präzision, ausrastet. genau zwischen die beiden Bälle und der Gelbe wird dann perfekt eingewickelt. Wie der ein oder andere Opa am heutigen Abend. Also ich komme definitiv in die Hölle für diese Jokes. Wir haben Nick Brett an der Reihe durch. Wie einfach so langweilig.
Immer so langweilig erzählt und auf einmal, oh mein Gott. Auch gut ist das, ich sehe es die ganze Zeit auf TikTok, weil immer Papa Platte darauf reagiert. Dieses eine Hunderennen-Ding, wo dieser eine Hund rennt und der eine drüber redet und dann wird der Hund so weggeschmissen und so. Felix, du bist ein kleiner Dido. Durchschnittsalter about to die. Drei, 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 drei. Half evil. Nee, Moment. Mal 1000. Mal 10. Was? Half evil mal 10. Komm, 600 machen wir noch. Es ist mir doch, weil ich mich immer von Sport sehr ferngehalten habe, selten passiert, dass mir irgendetwas in die Weichteile geschossen hat. Ich glaube, wie bei jedem war es einmal ein Fußball, dann diese Aktion und das war das schmerzhafteste ever. Einmal war es eine Gürtelschnalle. Das klingt dumm, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Wenn nicht, peinlich. Ich habe einfach meine Hose angezogen und ich hatte so eine fette... Ich bin voll der harte Grufti gewesen, okay? Beim Völkerball, stimmt, beim Völkerball passiert das auch gern. Nicht Schleuderwurf machen! Boom! Wieder ein oder andere Ober am heutigen Tag. Auch geil. Er hat die gelbe Kugel angewickelt. Ich habe mir einmal einfach nur die Hose angezogen und ich, Goth vom allerersten Stern, vom allerersten was, hatte so eine fette Gürtelschnalle mit einem fetten Totenkopf dran, die echt massiv ist. Ich erzähle dir schon, warum. Und weißt du, du ziehst so eine Hose an, springst so ein bisschen hoch und dann immer weiter hoch und dann bam. Ist diese Gürtelschnalle mir gegen den Hoden gerammt. Eigentlich nicht fest, aber wie das vielleicht ein paar wissen, es kommt nicht auf die Festigkeit drauf an, sondern auf die Stelle. Und es gibt Stellen, die mehr wehtun als andere. So ein allgemeiner Wumpf gegen die Stelle ist lang nicht so schlimm wie ein gezielter leichter Stich. Eine Woche lang hatte ich Schmerzen. Ich war beim Arzt dabei, der gesagt hat, ja, ist eine ordentliche Prellung, da haben sie eine richtig dumme Stelle getroffen. Und es hat sich so weit rumgesprochen, weil ich immer gebückt gegangen bin dann, weil ich bin so leicht, also ein Tag war Hölle, danach war immer so leicht dieser Schmerz, den man kennt da, eine Woche lang. Immer so leicht gebückt gegangen, dass die Leute sich rumgesprochen hat, was passiert ist. Dass das Model unserer Stufe, also wirklich Model, die waren Model, ist heute immer noch nicht mehr Model, aber sie war lange Model. Müsst ihr euch vorstellen, das Model kam her, hat mir in die Augen geguckt an der Pause und hat gesagt, Leo, ich habe von deinen Eiern gehört. Es geht schon besser. Die hat es ernst gemeint. Also wir waren dann auch irgendwann befreundet und so. Die hat wirklich sich um meine Eier gesorgt. War total nett. Das war super peinlich. Jetzt erzähle ich es euch. Passt auf beim Gürtel anziehen. Ich habe Spirit eingelöst. Hallo, ich erzähle dir hier von meinen Eiern und dich interessiert nur, welches Pokémon du heute bist? In welchem Stream außer Montana Black 88 hörst du über die Weichteile von deinem Streamer. Ihr denkt euch alle nur so, warum muss ich das mir anhören? Ah nee, muss ich nicht. Ausmachen. Felix Nightwave. Du warst es. Nightwave, du bist ein Duster. Toll, schau, schon sogar richtig langweilig, das Pokémon. Das hast du davon, dass du ungeduldig warst.
Ein Follikol, wie heißt es? Stravikel Follikon. Follikon einfach. Gibt es ein unbedeutenderes Pokémon? Einfach Ton ausmachen. Ich will euch erzählen, wie ich ausmache. Ich fühle den Song mehr. Da erzählt man einmal eine verletzliche Geschichte, dass vielleicht die Frauen auch mal verstehen, wie Männer Schmerzen erleben. Dann wird man einfach nur ignoriert von den Frauen. Wir haben es viel schlimmer. Was mit uns? Jedes Mal, wenn wir einen Gürtel anziehen, kann es sein, dass wir eine Woche außer Gefecht gesetzt werden. Habe ich auch durchgemacht. Mein Respekt. Ich fühle mit dir. Danke. Ich habe tatsächlich an der besagten Stelle gerade Schmerzen. Phantomschmerz, danke dir. Du fühlst mit mir mit. Meine Geschichte hat dich so beeinflusst. Meinst du das? Immer Shorts. Gibt's auch irgendwie Horizont? Welcome, welcome, meine Freunde. Wir melden uns live zu der Westminster Dog Show in der Kategorie Bewegung. Nee, nicht das. Hier kommen Jennifer Craig und die Hündin Pink, geschrieben mit einem Ausrufezeichen statt einem I. Und ja, natürlich stammen die beiden dann aus Ohio, Amanakön. So, Pink ist ready an der Startlinie. Erster Ring, überhaupt kein Problem. Und das ist ein Antritt zum Start, der sich auf jeden Fall sehen lässt. Pink flitzt vorbei an allem und diese Jumps, die erinnern mich so ein bisschen an einen gewissen LeBron James, der zufällig auch aus Ohio stammt. Die Wippe perfekt ausgespielt. Der Border Collie lässt alles wirklich extrem einfach aussehen. Und Jennifer, da können wir uns sicher sein, die hat auf jeden Fall Nintendox um ihre Mutters Ehre durchgesuchtet. Schaut euch Pink an. Jetzt noch der Slalom. Links, rechts, links. Oh, holla, Namanagul. Da wird einem fast schon schwindelig nur beim Zuschauen. Und das war's. Pink und das Jennifer krass, für den W3123. Keine Fehler. Das ist schon krass, wie vor allem der Hund dann einfach in die Arme springt. Das ist schon krass, wie die trainiert sind und so. Krank. Aber ich meine nicht, es gibt noch einen Hund. Da ist, was er sagt, noch viel lustiger. Und was der Hund macht, ist auch noch so viel lustiger. Auf jeden Fall. Eier. Wie möchte sie am liebsten? Gekocht. Sunny side up. Gepoached. Gedämpft. Frittiert. Hast du jetzt das Video? Warte. Welcome, welcome zu den letzten Teilnehmern ja, in der Kategorie Beweglichkeit. Normalerweise feiere ich diese Hundeart überhaupt gar nicht. Diese kleinen Scheißer sind die ganze Zeit nur am Kläffen, aber Gabby war es. Gesehen? Sie hat nur ein Ziel, und zwar die Meisterschaft heute. Let's go, Gabby! Unglaublicher Antritt hier! Oh shit, Jumper über das Hindernis. Durch den Tunnel durch, als ob es nichts wäre. Nächster Jumper, noch ein Sprung. Und wieder durch den Tunnel durch, Mann, Gabby! Wieso lässt du alles so einfach aussehen? Okay, die Wippe ist meistens für kleine Hunde ein Problem. Nicht für Gabby! Nicht für Gabby. Ich bin wirklich nur auf den letzten Slalom gespannt. Links, rechts, links, rechts. Oh mein Gott, es ist nichts! Nichts! Meine Fresse nochmal, Gabby und Andrea. Wow. Oh mein Gott, was macht sie mit dem Hund, Digga? Chill mal, Andrea. Andreas Arbeitslosigkeit. Wie sie den Hund wegfotzt einfach. Meine Fresse nochmal, Gabby und Andrea. Wow, oh mein Gott, was macht sie mit dem Hund, Digga? Chill mal, Andrea. Andreas Arbeit. Andrea, chill mal. Nichts. Meine Fresse nochmal, Gabby und Andrea. Wow, oh mein Gott, was macht sie mit dem Hund, Digga? Chill mal, Andrea. Andreas Arbeitslosigkeit hat sich am Ende natürlich ausgezahlt. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Einschalten und... Oh mein Gott, was hat sie mit dem Hund, Digga? Andrea, chill mal. Nicht für Gabby. Das ist besser.
So kann man auch eine Karriere machen. Einfach wie ein Idiot über solche Videos schreien. Oh mein Gott, Digga, was machst du mit dem Hund, Alter? Andrea. Kann aber diese Männerschmerzen auch nachvollziehen. Du, das ist ja alles subjektiv. Das ist ja alles auch nicht so gemeint von mir, böse. Aber wenn wir mal Schmerzen haben, die Männer, dann ist das sehr schlimm. Durfte sogar ein Fußballspiel auf Ernst kommentieren dürfen. Der Typ? Ja, verdient. Nicht für Gabby. Du fühlst meine Musik? Danke dafür. Mariko, das ist nur... Das Resultat davon ist, dass die Twitch-Bots aus sind, ne? Das weißt du. Also bedankst dich dafür, dass du gemeckert hast, dass die Bots aus sind. Das ist es eben. Das eine oder das andere, aber beides gibt es leider nicht. Nicht für Gabby. Hallo Maure Dieven. Ja, das ist auch scheiße, ich schaue kein YouTube. Ja, dann entweder oder. Willst du lieber Wots mit keiner Musik, die du nachschauen kannst? Oder Livestreams mit Banger wie Michael Jackson und Gabby Turner? Nur deine Videos, aber keine Wots, was? Das steht nicht zur Auswahl, was? Also wirklich, dass du kein YouTube schaust, du bist der einzige Mensch. Wie kann man nicht YouTube schauen? YouTube ist manchmal besser als Kino, besser als Fernsehen definitiv. Vor allem, weil alles Fernsehen auch inzwischen auf YouTube einfach ist. In Voldemort der 80er? True. Moment mal, true. Nase. Ja? Ich finde YouTube momentan leider tot. Ich würde es anders formulieren. Du hast halt im Moment noch nichts. Du findest halt im Moment nichts. Aber es gibt so viel. Nur du findest es nicht. Was manchmal helfen kann, um neue Sachen zu entdecken, ist, dass du einfach mal mit Inkognito in YouTube reingehst. Also komplett ohne irgendeinen Algorithmus. Also der auf dich geschneidert ist. Und dann siehst du mal neue Sachen. Das Lustige ist, ich habe ja oft schon, weil ich YouTube-Accounts so gewechselt habe und sowas, habe ich oft schon bei Null wieder angefangen und ich ende immer beim ähnlichen Algorithmus. Obwohl ich immer wieder öfter von vorn schon, so dreimal oder sowas, meinen Algorithmus irgendwie gelöscht habe. Du hast auch Werbung auf YouTube? Du hast auf Twitch auch Werbung. Das ist kein Argument. Du hast auf Twitch auch Werbung. Und um einiges nervigere Werbung. Das ist krass, Happens. Ja, das war so vor einer Woche oder sowas. Wenn man jetzt zurückdenkt, war das halt anscheinend der Grund auch, warum sie aufgehört hat, CEO zu sein. Um die letzten ein, zwei Jahre zu genießen oder zu kämpfen. Das ist schon krass, da dachte ich mir auch so, holy shit. Ehemalige CEO, ja, chill. Muss schon korrekt sein hier, ehemalig. Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ehemalig. Die englische Synchronstimme von Jessie und Misty auch, ja. Mit der hatte ich aber keine Überschneidung. Die Susan Wachowski habe ich oft verfolgt, YouTube-Videos geguckt von der und sowas. So
war eine coole, zumindest scheinte sie eine sehr coole YouTube-CEO zu sein. Bam, 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 bam. Noch 9 Dragos. Dann ist Schluss. Dann geht's ins Wochenende. Und wehe, wehe, ihr nutzt dieses Wochenende nicht aus, um mindestens 3 Shinies zu bekommen. Oder um ein Buch zu lesen. Ich möchte euch nicht auf TikTok erwischen. Nehmt mal ein Buch in die Hand, geht mal raus, touch some grass. Ich hab Urlaub. Ich hab Urlaub. Ja und? Noch mehr Zeit nutzen. Wow, also unfassbare Stimmung hier erstmal in Eschborn. Die Kamerateams sind schon ready. Die Teilnehmer an der Startlinie sind ready. Haben wir hier einen Frühstart oder was? Juckt keinen. Manche Teilnehmer Juckt wissen nicht mal, dass es ein Rennen ist, Sammler. Guckt euch den mit dem roten Helm an, ja? Was macht der da? Auf der anderen Seite ballert der kleine Cousin mit Vollgas Richtung Ziellinie. Fast ein wenig zu schnell, könnte man sagen. Ich will nicht sagen Doping, aber an der Ziellinie wird auf jeden Fall nach Center Shocks gecheckt. 3 bis 4 von diesen Grünen können auf jeden Fall einen ordentlichen Kick verteilen. Und mit ordentlich Abstand zum 2. Platz kommt der kleine Cousin hier in die Ziellinie rein. Es gibt nochmal einen kurzen Mundcheck. Er war Center Shock Free! Er war Center Shock Free! Von ihm. Das war's von uns aus Eschborn. Wow, also unfassbare Stimmung hier erstmal in Eschborn. Sehr gut, danke dafür. Yep. Link hier. Frühstart, wann hier los? Er wird aber auch Center Shocks gecheckt. Ja, der macht das gut. Da will die Mariko die Links haben, ne? Die YouTube-Links, obwohl sie YouTube-Verweigerin ist. Ja, du weißt, sowas findest du da zuhauf. Wenn du mal selber diese App aufmachen würdest, um am Puls der Zeit zu sein. Ist eigentlich so smart, der Content nicht wirklich viel gefallen. Ich meine, diese Art von Content gibt es seit Jahrzehnten, wenn man einfach Cold Mirror. Cold Mirror hat es gemacht. Bei Cold Mirror hat Sachen synchronisiert, die synchronisiert waren. Also die hat nachsynchronisiert. Er redet über ein Video, was wahrscheinlich stumm ist. Aber es ist am Ende das Gleiche. Ne? Es wird drüber synchronisiert. Deswegen, es ist nichts Neues. Was daran... Deswegen, die Sachen müssen nicht neu sein. Er macht es einfach gut. Du kennst Cold Mirror persönlich, mit der gingst du zur Schule. Und dann verweigerst du, YouTube zu gucken. Obwohl du die Cuddy kennst. Cuddy Cold Mirror. Built or didn't happen. So, noch 5. Zeig Jahrbuch. Dox mal alle, mit denen du in die Klasse gegangen bist. Scout Lee, dankeschön für 9 Monate. Twitch Baby, habe ich gehört, sagt man da. Hey. Danke, 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 danke für 9 Monate, Scout Lee. Bausparvertrag? 9 Monate? Was? Dün, 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 dün. Meine Tür auf. Noch 4 Dragos. Aber wir kommen zeitlich, glaube ich, gut voran. Wir sind bei 600. Vor allem 3357 Giratinas. Das klingt viel. Nicht für Gabby.
336. Mund auf, Center Shock Free. Das ist echt gut gemacht. Der Lego Venator ist riesig. Was ist ein Lego Venator? Lego. Boom, boom, boom. Star Wars Raumschiff. Venator, noch nie gehört. Wie ist eigentlich das neue Star Wars Spiel? Soll gut sein, oder? Ich sehe es Leute spielen. Es sieht schick aus. Es sieht schön aus. Ich habe gesehen, wie man das kleine Tier mit einer Waffe bedrohen kann und dann quasi macht man so Bang und dann stellt es sich tot. Voll süß. Ich höre nur Schlechtes. Oh, okay. Du hast auch noch Schlechtes. Okay, dann habe ich anscheinend wenig gehört. Ich habe auch wenig gehört. Ich habe es nur kurz hier und da gesehen und ich fand, es sah gut aus und es sah süß und dieses kleine Tierchen und sowas. Aber keine Ahnung, wie sich spielt oder so. Aber Black Wukong soll gut sein. Oder nur Wukong. Black Myth Wukong. Ich glaube, das soll gut sein. Echt Star Wars schlecht? Die Dialoge sind seltsam und machen null Sinn. Auf Deutsch oder immer? 600! Wukong cool. Ich habe auch nur schlechtes gehört. Eins davon war, dass es ein komplett Reset gab wegen Speicher bei Star Wars. Was ist Blue Protocol? Okay, das war's. Wir haben wieder 200 Resets geschafft bei Regidrago. 200 Resets in 3,5 Stunden. Mit Gabby-Action dazwischen, sagen wir also 3 Stunden. Und einer langen, langen Geschichte über meine Eier. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr von mir und könnt mir noch mehr vertrauen, weil ich euch solche Informationen anvertraut habe, mit der ihr mein Leben zerstören könnt. Habt ihr gehört, was Leos Mind damals im Sportunterricht gemacht hat? Regiert habe ich. Und Schmerzen ausgehalten. Danach habe ich Respekt bekommen. Nicht wirklich. Jetzt bist du gerade erst hier. Ey, einfach den Watch später auf YouTube anschauen, wie ich über, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde lang über meine Eier rede und was denen schon alles passiert ist. Muss auch mal sein. Habt ein schönes Wochenende. Ich werde am Wochenende definitiv nicht streamen, denn ich versuche am Wochenende das komplette Gen 6 Video fertig zu machen. Das wird schwierig. Aber ich muss es hinkriegen. Morgen gehen wir zum Ikea und dann baue ich die Ikea-Sachen auf. Deswegen, wann soll ich das machen? Naja. Plan ist, dass am Donnerstag das Gen 6 Video rauskommt auf YouTube und am Dienstag für die Patreonen. Auch für Gabby kommt's raus. Am Dienstag. Und vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns am Montag wieder wahrscheinlich. Außer ich muss da richtig reinballern für das Gen 6 Video. Dann ist am Montag auch kein Stream. Gen 6 Video Prio. Auf jeden Fall. Habt ihr ein schönes Wochenende. Ja, das ist noch ein Video von ihm. Na gut. Na gut. Aber wenn es schlecht ist, mache ich ohne Tschüss zu sagen aus. Okay? Eins noch. Come on.
Felix, da. Und endlich ist Ripple an der Reihe. Der ist süß. Wir haben den Boston Terrier schon vorhin aufwärmen sehen. Daniel Hedy hat den kleinen Racker die letzten Jahre trainiert und endlich geht's hier los. Für genau diesen Moment haben Danny und Ripple die ganze Zeit trainiert. Und schaut euch Ripple nur an, wie flink er hier durch jedes Hindernis durchjumpt. Noch ein Jumper. So, der Tunnel kann für manche Hunde schwer werden. Was passiert mit Danny? Oh mein Gott. Danny, du hattest einen Job, Dicker. Einen einzigen Job. Du musst nur laufen, Dicker. Ripple hatte so einen guten Start. Warum springt er vor den Hund? Er könnte Gabbys Rekord brechen. Aber für Daniel Hedy ist der normale Weg anscheinend auch ein Hindernis. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Ripple rippt fast alles. Die Wippe durch den Ring durch und der Slalom links, rechts, links. Alles kein Problem gewesen. Ripple muss sich nun einer unangenehmen Frage stellen. Braucht er einen Herrchenwechsel? Schau, und oder? Endlich ist Ripple... Danny, du hattest... Was? Warum springt er da rein? Soll der quasi von hinten durchgehen? Deswegen springt er mir in den Weg? Aber am Ende geht er doch von vorne durch. So, der Tunnel kann für manche Hunde schwer werden. Was passiert mit Danny Amenakulm, ja? Danny, du hattest einen Job, Dicker. Einen einzigen Job. Du musst nur laufen, Dicker. Ripple hatte so einen guten... Das heißt, warte mal, hä? Einen Job, Dicker. Einen einzigen Job, du musst nur laufen, Digga. Hoch und wieder Ripple. Drüber. Hä, was war denn der Weg am Ende? Was war denn der Fehler? Warum springt er mir in den Weg? Ja, werden was passieren mit Danny Amenakulm, ja? Danny, du hattest einen Job, Digga. Einen einzigen Job. Warum läuft er dann vor allem über den Hund drüber einfach? Was passiert mit Danny Amenakulm, ja? Danny, du hattest einen Job, Digga. Einen einzigen Job, du musst nur laufen, Digga. Ripple hatte so einen guten Start. So ein Quatsch, was ist passiert? Er könnte Gabbys Rekord brechen, aber für Daniel Hedy ist der normale Weg anscheinend auch ein Hindernis. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Ripple rippt fast alles, die Wippe durch den Ring durch und der Slalom links, rechts, links. Alles kein Problem gewesen. Ripple muss sich nun einer unangenehmen Frage stellen. Braucht er einen Herrchenwechsel? Und endlich... Ich finde so diese Hunde so süß. Ich meine, die können nicht atmen. Keine Ahnung, wie der es überhaupt schafft, so zu laufen ohne Lungenzufuhr. Luftzufuhr. Falsches Hindernis, 11 vor der 10. Ah, verdammt. Dann springt einfach der Besitzer ihm in den Weg rein und steigt über ihn drüber. Geil. Sehr gut. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.